Herzlich willkommen beim Queer Talk von dem Verein 1001 Plateau, ein Verein für geschlechtliche Vielfalt im Ruhrgebiet aktiv, für den ich diese Queer Talks hier mache. Das ist der vorletzte in diesem Jahr. Einer kommt noch nächste Woche ganz spontan mit tollen Leuten aus Rumänien, die da ein queer- und transfeministisches Magazin machen, mit denen ich über ihre Arbeit spreche. Aber genau, heute spreche ich mit der wundervollen Felicia Ebert über ein Thema, was ich auf jeden Fall ganz, ganz wunderbar finde, nämlich Trans und Antifaschismus. Über Aktivismus und Ads haben wir das überschrieben. Und genau, dieser Talk hier, das habe ich gerade schon mal gesagt, aber genau, ihr könnt euch immer einschalten. Das ist, wir beide werden so ein Gespräch aufrechterhalten. Und ansonsten, genau, könnt ihr euch einbringen, Fragen stellen im Chat, euch melden, reinfragen. Genau, das ist für alle drinnen. Genau, die Veranstaltung wird mitgeschnitten. Eure Beiträge können auch rausgeschnitten werden. Die Bilder werden auf jeden Fall alle rausgeschnitten. Genau. Also wenn ihr irgendwas anmerken wollt, schreibt mir einfach. Und ja, ihr habt euch ja alle eigentlich angemeldet, deswegen habt ihr eh einen Kontakt. Also falls es noch Fragen gibt im Nachhinein, auch gerne. So, hi Felicia. Möchtest du noch dich vorzustellen? Lohnt sich ja fast nicht, weil ich gehe davon aus, dass alle wissen, wer du bist, wo du jetzt auch du hast ja wahrscheinlich auch viele dieser wundervollen Gäste hierhin angelockt. Ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Also für mich genau bist du auf jeden Fall eine Person, die Themen Transaktivismus und Antifaschismus immer sehr deutlich zusammenbringt. Also das ist, genau, also wenn ich dich zu diesem Thema eingeladen habe, dann weil ich finde, dass du auch, also vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber für mich zumindest die sichtbarste Stimme an dieser Schnittstelle bist zwischen diesen beiden, sag ich mal, Politiken. Hm. Und ja, ich bin natürlich auch selber irgendwie in einem sicherlich weit weniger Reichweite, intensiven Maße mit diesen Themen befasst, aber genau, bin auf jeden Fall sehr neugierig und interessiert, genau, wie deine Erfahrungen mit diesem Zusammenhang sind und genau, eben auch von allen anderen, die hier heute hier sind. Aber genau, erstmal würde ich vielleicht mal offen anfangen zu fragen, genau, wie siehst du den, also die Verknüpfung zwischen trans- und antifaschistischen Themen? Vielleicht ist das ein Einstieg, mit dem du was anfangen könntest, sag ich mal so. Okay, kurze Frage, lange Antwort. Weit okay. Natürlich das weit mag aus. Ich. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Also erstmal in die Runde, hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Das freut mich sehr. Ihr habt davon gehört, dass es so eine Veranstaltung gibt und dann habt ihr entweder gesagt, okay, das klingt interessant, schaue ich mir mal an. Oder ihr habt vielleicht gesagt, jetzt will ich mal gucken, wie die Olle wirklich ist, falls ihr noch keine Veranstaltung vorher gesehen hattet. Ja, zur Frage. Tatsächlich habe ich über diese ganzen Verbindungen jetzt explizit zu Antifaschismus, danke, ja. Drückt sich eh beides die Klinke in die Hand. Hatte ich den Fokus erst gar nicht so stark drauf gelegt, weil ich mir selber unsicher war oder weil ich selber in Findungsprozessen war und alles Mögliche. Aber was ich jetzt nun mal es ist gar nicht mal so aktuell, aber es wird halt offensichtlicher über die Verbindung von aktiver Transfeindlichkeit halt auch aus vermeintlich feministischen Perspektiven und die Querfrontbildungen, die sich da eben zeigen mit offen rechtsradikalen Personen, die natürlich immer bestritten und geleugnet werden. Ne? Dann kommen so Behauptungen von, ihr stellt uns in die rechte Ecke oder irgendwie sowas, aber die Leute haben sich da eigentlich von alleine ganz, ganz ordentlich bequem gemacht. Und es zeigt sich halt auch damit, wie gut platziert dann bestimmte Artikel und Interviews in so urfeministischen Zeitungen wie der FAZ, der Welt, der Bild oder die andere heißt, glaube ich, Emma, dann plötzlich irgendwie in irgendeiner Weise positioniert werden. Und was für ein Zuspruch dann Leute bekommen. Und wieder Leute plötzlich das Thema Frauenschutz-TM für sich entdecken, die ansonsten einfach die hinterletzten misogynen Arschlöcher sind. Das ist übrigens auch hier kein neues Phänomen. Das zeigt sich halt grundsätzlich immer, wenn es um Rassismus geht, wie dann plötzlich Leute die Frauen vor den anderen von dort draußen oder sonst irgendwo beschützen wollen. Wir müssen halt immer aktuelle Dinge betrachten, aber auch historische Ereignisse im Hinterkopf behalten. Es ist noch gar nicht so lange her,
dass Personen aus Wissenschaft, aus diversen reichweitenstarken Zeitungen dann die Debatte aufmachen, oder gar nicht die Debatte aufmachen, sondern quasi als Faktum setzen, ja, transgeschlechtliche Menschen haben beispielsweise im NS nichts zu befürchten gehabt, weil da gab es ja damals diese Transvestitenscheine. Dass die halt noch ein Überbleibsel aus der Weimarer Republik gewesen sind und dass die durchaus sehr gerne von der Polizei genutzt wurden, um Leute ausfindig zu machen. Das wird dabei ganz gerne bewusst ignoriert, um dann zu sagen, na ja, aber es gab ja anscheinend diese Scheine, also kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Also, dass ernsthaft zur Debatte gestellt wird, ist das alles denn überhaupt wirklich passiert oder waren Transpersonen an sich nicht vielleicht irgendwie total geduldet und willkommen und quasi auch noch grundsätzlich Teil von all diesen NS-Strukturen und aktive TäterInnen-Strukturen und sonstiges. Dann gibt es auch immer so weirde, wenn dann irgendwelche Fotos, so, also ich muss ein bisschen ausholen. Kein Problem. So, dann das Absurdeste war, da hat dann, ich weiß nicht, ob es auch diese entsprechende Doktorandin war, die hat dann irgendwie zwei Fotos von der Wehrmacht in Russland gepostet mit, ja, das war ein Initiationsritus, dass sie sich die Soldaten dann irgendwie, dass sie sich Kleider angezogen haben. Also zeigt das doch ganz klar, dass das gar nicht schlimm gewesen sein kann. Und total Geduld und alles Mögliche. Klar. Ja, genau. Und all diese Dinge. Und dann, wo wir bei historischen Ereignissen sind, das mache ich im Vortrag auch immer wieder. Ich frage die Leute, das kann ich euch jetzt auch fragen, sagt euch der 6. oder fällt euch was zum 6. Mai ein? Und weil dann meist nicht viel kommt, dann sage ich, okay, 6. Mai 1933, fällt euch dazu irgendwas ein? Dann sage ich, ich löse gerne auf. NS-Verbrechen, Leugnung für 500, bitte. Irgendwer von euch hat noch das Mikro an, nur zur Anmerkung. Am 6. Mai 1933 wurde das von Magnus Hirschfeld, einem Arzt und Sexualforscher, gegründete Institut für Sexualwissenschaft in Berlin zuerst von einer Bande deutscher Studenten geplündert oder sagen wir zumindest verwüstet und später noch von SA-Mannschaften wurden dann haufenweise der Literatur oder eigentlich im Prinzip alles, was an Literatur dort vorhanden war, wurde gestohlen und dann auf den großen Buchverbrennungen zwei Tage später mit verbrannt, um aktiv diesen Teil aus der Geschichte herauszustreichen. Das hat dafür gesorgt, dass unfassbares Wissen und Forschungsstand zum damaligen Zeitpunkt unrettbar vernichtet wurden und dass damit Aufklärung, Bildung über Jahrzehnte hinaus zurückgeschoben wurde. Und medizinische Maßnahmen für Transpersonen waren danach in der Bundesrepublik Deutschland bis 1979 verboten. Erst danach wurden überhaupt medizinische Eingriffe bei Transpersonen im Bereich Geschlecht, die Transition erst wieder faktisch legalisiert. Klar müssen wir im Hinterkopf behalten, dass es hier nicht einfach um reine Queerfeindlichkeit gegangen ist, sondern dass es eben Antisemitismus über die Motivation mit dem Magnus Hirschfeld war, Jude. Und was vielen Leuten halt auch da nicht bewusst ist, es gab bereits bis in die 30er Jahre in Deutschland, in Berlin und Dresden gab es medizinische Zentren, die operative Eingriffe durchgeführt haben, wie es heute halt auch gemacht wird. Natürlich ganz andere Ergebnisse, Risiken und Komplikationen, aber grundsätzlich war das damals auch schon möglich. Nur das wissen halt viele nicht, weil dieses ganze Wissen halt einfach komplett vernichtet wurde. Ja, das heißt, irgendwie gab es damals schon gezielte Angriffe auf Transpersonen, was dann wissentlich geleugnet und zur Debatte gestellt wird und alles Mögliche. Und das ist, und genau in so einer Tradition stehen Leute halt, die das jetzt auch wieder behaupten wollen. Ob das jetzt nun, egal aus sogenannte bürgerliche Mitte, offen rechtsradikal oder eben auch aus von linken Personen, das passiert halt trotzdem. Und gleichzeitig immer wird dann halt immer versucht, so cis-queere Menschen so hochzuheben und dass wir diese Transgenders, dass wir eine aktive Bedrohung jetzt auf einmal für die sein. Und dass dann plötzlich so viele Leute, rechte Leute, plötzlich voll auf pro-homo und auf pro-queer machen, weil sie davon gehört haben, oh, es gibt Transpersonen, das sind die falschen Queers, die sind gefährlich und wir kümmern uns jetzt mal um diese echten Homosexuellen oder irgendwie sowas. Das ist halt immer wieder ein extrem, ich sag mal, wissenschaftlich spannendes Phänomen. Auch nach der Tötung von Malte C. auf dem CSD Münster, oder sehr, sehr später dann gestorben,
Als dann festgestellt wurde, der Täter war kein weißer Deutscher, dass dann auch mal ein Haufen Konservative und Rechte gesagt haben, also das ist natürlich gefährlich, so, das gibt's in Deutschland, so geht es in Deutschland nicht, Queerfeindlichkeit, das gibt's bei uns nicht, das verurteilen wir aufs Schärfste. Ja, genau. Ja, das war ein weiter Thema, aber sagen wir so grob in etwa, ja, und das ist mir hierbei halt extrem wichtig. Und ich meine, egal wie, also Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit allgemein ist in der gesamten Gesellschaft verankert. Aber es waren halt keine Linken, die mir Morddrohungen in den Briefkasten geschmissen haben und ich musste nicht wegen denen vor 3 Jahren umziehen. Aber sei es drum, das Hufeisenwerfen hört ja leider nie auf, aber wir haben ja jetzt, genau, wie du also schon jetzt aufgemacht hast, sind es zwei Perspektiven und also die wichtig sind, einerseits ist es die historische Perspektive, die finde ich, du gerade nochmal angerissen hast, genau, zu verstehen, wie letztlich, genau, Transpersonen immer schon von faschistischen Entwicklungen bedroht sind, als abweichendes sozusagen von einem Normalitätsverständnis von Staat und Nation, sagen wir mal, was ja zumindest, also wenn man schon konservativ ist, dann ist und dann weiter nach rechts zurück, halt natürlich immer wichtiger wird, diese Normalisierung und ja, und andererseits eben das, was du auch gesagt hast, wie sich das eben jetzt abbildet, was wir auch in der Ankündigung ein bisschen geschrieben haben, sozusagen, man wird sozusagen fast unfreiwillig zur Antifaschistin als Transperson, als das sich sozusagen es mittlerweile eben ja, um einen Querfrontschauplatz handelt, an dem ja, Menschen, die, ja, um das jetzt mal einfach sozusagen, einfach nur leben wollen, ständig zum Politikum gemacht werden. Und ja, und ich denke, dass, also für mich löst es zum Beispiel auch eine Spannung aus, sozusagen, weil ich auch eigentlich sagen würde, ja, eine, genau, an sich ist diese, sag ich mal, diese Existenz, mein Sein, ist an sich jetzt nicht der Punkt. Also ich wollte nicht morgens politisch sein, als ich über den Markt lief, und auch am Telefon nicht, als ich mit dem Elektroinstallateur sprach. Und also das, und ich hatte da eigentlich gar keinen Anlass, aber genau, auf diese Diskriminierung zu stoßen, bringt mich natürlich dazu, zu versuchen zu denken, okay, na, wie finde ich da irgendwie gemeinsame Konstellationen, um mich auch zu wehren und irgendwie eine gemeinsame Sprache vielleicht zu finden. Und genau, was ich vielleicht als dritten Aspekt, und genau, da weiß ich, der betrifft auf jeden Fall nicht, bei weitem nicht alle, die sich im Transspektrum bewegen. Für mich, sag ich mal, war eine, also über die Kritik, die ich gelernt habe in linken und auch teilweise linksradikalen Kontexten, also die Infragestellung von Normalitätskategorien, also sowohl, was weiß ich, von Arbeit, von Geschlecht, von Staat, von allen möglichen Sachen, hat mir das sozusagen auch einen Raum gegeben, mit meiner Geschlechtlichkeit und auch im Rahmen meiner Transition Räume zu finden, wo ich sehr viel, ich sag mal, sehr viel mehr das Gefühl hatte, da besteht auch eine Neugier und einen Wunsch, irgendwie das einzubinden. Also es gibt auch manchmal so lustige, da muss ich an so Memes denken, wo dann irgendwie translesbische Personen finden immer nur bei den Kommunistinnen irgendwie Ruhe oder so. Da muss ich an so, also irgendwie, genau, es gibt irgendwie so einen Moment, genau, ohne dass ich das jetzt sozusagen, genau, verklumpen will, hat das für mich immer eine Korrespondenz gehabt. Und ich finde, sage ich mal, mir hat sozusagen diese, und das verbinde ich auch mit Antifaschismus, also einfach gegen eine Verhärtung auch im Allgemeinen vorzugehen, also für eine Offenheit, nicht nur in einem liberalen Sinne offen, sondern auch für eine Möglichkeit zur Selbstbestimmung einzustehen. Also Autonomie ist ja auch ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Und ja, also genau, das ist, aber genau, ich merke auch andererseits, um das vielleicht jetzt gerade an diesem dritten Aspekt nochmal, bevor ich hier aufhöre, anzumerken, dass das eben für viele auch ein bisschen, ich sag mal ehrlich gesagt, ein bisschen zu viel des Guten ist. Also, ne, es ist sehr viel Arbeit und schon sehr fordernd, eine Transition zu machen, offen zu leben als mit einer Trans-Erfahrung, als Transperson. Und dann auch noch eben ständig in diese Politisierung gezwungen zu werden, ist etwas, was ich, genau, wo ich andererseits auch sehr gut verstehe, dass man denkt, boah, ich will auch echt einfach nur leben und meine Ruhe haben, so, genau, aber das ist irgendwie so das Spannungsfeld, was mich, ja, was, wo ich manchmal,
Muss man politisch sein? Nicht, natürlich nicht, aber. Ja, da sind jetzt zwei Sachen drin. Ich möchte einmal gleich dieses Natürlichkeit- und Normalitätsaspekt möchte ich gerne aufgreifen. Und jetzt, dass wir permanent auch in so eine Argumentation oder in so einen Rechtfertigungsdruck und alles Mögliche reingedrängt werden. Einfach so per Existenz werden wir, ich meine, es gab halt eine Zeit, da konnten uns Leute einfach so per se ignorieren. Dann wurden wir halt irgendwie als, das passiert natürlich auch parallel immer noch als krank, als abartig, als irgendwas beschimpft und keine Ahnung was. Und gleichzeitig dann, weil das ja für viele nicht mehr ausreicht, gehen sie dann ja den Schritt weiter und machen die Drohkulisse um Transpersonen auf. Einfach per Existenz seien wir halt eine Bedrohung für feministische Räume, für öffentliche Toiletten, für Gefängnisse, für Sport und keine Ahnung, was dann alles gemacht wird. Und du wirst halt in eine Argumentation reingedrängt, die du sowieso bei den Leuten ja gar nicht gewinnen kannst. Du kannst ja einfach nur hoffen, dass du die Leute erreichst, die das eventuell mitlesen und vielleicht denen Wissen fehlt und so, die dann vielleicht, ne, die, das trifft ja bei auf eine, gerade diese ganzen Drohkulissen um öffentliche Toiletten, das trifft ja auf eine breite, ziemlich uninformierte Masse, die dann anfangen, darüber Gedanken zu machen. Ah, okay, könnte das so und so ausgenutzt werden? Ja, jedes Gesetz kann ausgenutzt werden für irgendwas, aber du brauchst keinen Wechsel oder keine Korrektur des Geschlechtseintrags, um eine öffentliche Toilette betreten zu können. Da kannst du einfach so reingehen. Und dann, es wird ja dann häufig gemacht, ja, oder gesagt, ja, wir wollen ja nicht, dass Männer das missbrauchen. Oder wir wollen ja einfach nur auf den Schutz vor Männern aufmerksam machen. Aber wir wissen ganz genau, wen sie mit dem Begriff Männer meinen. Sie meinen nämlich keine Männer in der Regel dabei. Das heißt, diese Drohkulisse, also ne, früher war es einfach Ignoranz und dann halt das übliche Beschimpfen und Bedrohen und keine Ahnung was. Und dann ist halt so der Next Step, der dann eingezogen wird, ist uns halt einfach von irgendwelchen unnormalen und unnatürlichen Personen werden wir halt zur Bedrohung per Existenz werden wir verklärt. Und das ist halt ganz üblich, also so Gefahr für die Öffentlichkeit und dann auch, und dann kommen noch zusätzlich immer diese Moral Panic, also bezüglich, oh, das ist bestimmt gefährlich für Kinder. Das Witzige dabei ist, es ist halt auch überhaupt nichts Neues. Ich meine, queere Menschen wurde schon permanent unterstellt, die seien eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Das ist nichts Neues, dass behauptet wird, oh, schwule Männer auf der Toilette, das ist bestimmt gefährlich. Lesbische Frauen in der Sammeldusche, das ist bestimmt total gefährlich und irgendwas. Und dann kommt halt so der nächste Schritt, Kinderschutz. Jetzt sind, ne, das ist halt auch wiederum nichts Neues und das wird jetzt halt gezielt für auf Transpersonen angewandt. Die sind bestimmt per se einfach mal gefährlich für Kinder. Und im wohlwollendsten Sinne wird dann Sachen aufgemacht von wegen, ja, das verwirrt die Kinder und dann nächster Schritt ist dann schon wieder, ist eine Bedrohung für Kinder. Ganz gezielt. Und das ist, das ist auch nicht so sonderlich aus der Luft gegriffen, das habe ich halt von mehreren Leuten in den Gutachtensitzungen gehört, gerade an der Charité, also neben, ich muss jetzt wieder so einen Riesenbogen machen, tut mir leid, dass neben allen möglichen Tests, dann entkleiden Sie sich doch bitte mal, ich möchte sehen, ob Sie weibliche Unterwäsche tragen oder gehen Sie eine Linie entlang, damit ich sehen kann, ob Sie weiblich laufen, was auch immer das genau ist, dass dann sich irgendwie auch die Berichte mehren, dass Personen in Gutachtenverfahren Fotos von Kleinkindern gezeigt wurden und sie mussten dann sagen, wie sehr sie sich davon sexuell erregt fühlen. Genau. Das heißt, dass Transgeschlechtlichkeit oder vielleicht auch noch mit Pädosexualität oder gar Pädokriminalität dann auch noch wieder einfach so per se in Verbindung gebracht wird. Und dann kommen halt Leute dazu, zu denken, ah, das sind bestimmt nicht nur verwirrend für Kinder, sondern die sind bestimmt auch gefährlich für Kinder, wenn die einfach so anwesend sind. Ja, jetzt wieder ein weiter Bogen. Ich habe das zum Glück in den Gutachtenverfahren nicht erleben müssen. Ich musste mich nicht ausziehen, ich musste keine Linien lang gehen, ich musste keinen Ball fangen, um zu zeigen, dass ich weiblich fange, was auch immer das wieder ist. Aber es ist halt, sind halt nur mal Berichte von Leuten, die das halt tatsächlich alles erlebt haben. Hat die DGTI auch schon vor Jahren offene Briefe drüber geschrieben oder das kritisiert, wie die Gutachtenverfahren mitunter ablaufen. Ja, und jetzt nochmal zu dem Ding mit der Natürlichkeit. Das ist ja auch generell auch so aus konservativen oder rechtskonservativen Kreisen grundsätzlich immer mit dem Natürlichkeitsaspekt. Aber da sind dann ja jetzt auch einen ganzen Haufen von, ich sag selbstidentifizierte FeministInnen oder Personen, die Feminismus für sich vereinnahmen, die dann auch plötzlich mit so einem Natürlichkeitsaspekt oder irgendwie anfangen, dass wir wieder die Natürlichkeit sind. Oder das ist halt echt kein Witz, das habe ich vor ein paar Jahren erlebt, da hat eine über mich geschrieben, man kann sich es nicht ausdenken. Felicia gehört nicht zum eizellbereitstellenden Geschlecht und kann daher keine echte Frau sein. Dass damit in vollem Bewusstsein Millionen anderer Frauen mit über die Klippe geschubst werden, das ist den Leuten völlig egal in diesem Moment. Und dass dann wie Natürlichkeit so auch in feministischen Kreisen dann plötzlich bedient wird, so dieses Argument von der Natürlichkeit und der Natur-TM,
um Menschen ihre Grundrechte abzusprechen. Das ist, ich sage ja sehr häufig dann, das ist aus wissenschaftlicher Perspektive spannend, denn es ist halt extrem bedrohlich, ist es hierbei, wie sich das auch mal wieder zeigt. Ja, genau. Ja, ja. Ich versuche ein bisschen zurückzukommen, weil du hast genau am Anfang gesagt, genau, da sozusagen jetzt von der, nennen Sie jetzt mal die Gegenseite gesprochen, wie da, genau, da werden also Menschen im Internet, also das ist ja ein Bereich des Aktivismus auch, in dem du aktiv bist, werden da mit Informationen, also auch in großer Menge werden die ja produziert. Also transfeindliche Inhalte werden produziert und auch mit einer großen, wir gucken gleich auf die Frage, mit einer großen Demagogie. Also ich sag mal, was ich so krass, also genau, die, warum das, also es ist ja wirklich ein Kampfplatz, da werden ja nicht sachliche Argumente ausgetragen. Also das ist ja bei weitem überhaupt nicht so, sondern genau wie, also den letzten Artikel, ich nur mal einen beispielhaft noch, den ich mal wieder mir gegönnt hat aus langem Masochismus, ich weiß es nicht. Genau, der argumentiert los und tauscht dann einfach irgendwann im Text das Wort Transpersonen durch Männer aus. Also, das fand ich interessant. Ja, genau. Also, der Text war einfach, genau, wenn man den von oben nach unten las und nicht aufmerksam merkte, genau, fing der sozusagen transinklusiv an und hörte mit, also man wusste überhaupt gar nicht, wo die Männer herkamen, weil am Anfang ging es in dem Text nur um Transpersonen, man war auch gar nicht bestimmt, welchen Geschlechts, aber am Ende ging es um irgendwelche Männer und also, und ich sag mal jetzt, genau, ich bin jetzt nicht mit Social Media ständig beschäftigt, da irgendwie diese Auseinandersetzung zu führen, aber du hast jetzt gerade gesagt, du hast das so freundlich gesagt, sind sehr viele uninformierte Personen. Hast du den Eindruck, da passiert eine Bildungsarbeit, also dass du da wirklich auch aufklären kannst? Oder hast du den Eindruck, es ist nur so eine Abwehrschlacht oder sozusagen, oder um sich vielleicht selber dann wieder einen Moment zu haben, wo man denkt, jetzt habe ich den Raum wieder zurückgedrängt? Oder gibt es da auch Momente, wo du merkst, ah, okay, das sorgt wirklich dafür, dass Leute darüber nochmal anders nachdenken, oder? Es gab im Lauf der Zeit, also schreiben dir ja nicht immer alle Leute irgendwie mal ein paar nette Zeilen oder so. Aber es gab im Lauf der ich mache diesen Vortrag jetzt seit 2017, halte ich die Vorträge. Und es gab immer mal Situationen, wo irgendwo Angehörige zum Vortrag hingekommen sind. Das hatte ich einmal, das war 2018, das war ein sehr schöner Moment. Nach dem Vortrag war, jetzt sage ich selber schon, eine ältere Dame stand vor mir und sagte zu mir, ja, ich bin heute hier, um mich zu informieren. Ich bin hier wegen ich bin heute hier wegen meiner Tochter, damit ich sie unterstützen kann. Und ich möchte Ihnen, ich habe nicht alles verstanden, aber ich möchte Ihnen einfach sagen, vielen, vielen Dank dafür. Ich kann jetzt ein paar Sachen ein bisschen besser einsortieren. Oder ich glaube, das war im selben oder ein Jahr später. Es war so ein Hörsaal, so richtig, ne, wo die Ränge so richtig aufgestaffelt sind. In der letzten Reihe irgendwo saß ein Typ den ganzen Abend mit verschränkten Armen und hat mich böse angeschaut. Ich war so, oh Gott, okay, ist klar. Der Abend gefällt dir nicht. Und danach stand er vor mir und sagte, ja, ich würde ganz gerne so ein Buch kaufen, weil ich will meinen Bruder unterstützen. So ein richtig großer Brummbär stand dann vor mir, ja, ich will meinen Bruder unterstützen. Das war einfach ein cooler Moment. Ich kann meistens, schätze ich, die Blicke falsch ein. Die am bösesten gucken, sind entweder die nichts machen oder die hinterher irgendwie einfach ein liebes Feedback geben oder so. Das kommt tatsächlich ziemlich häufig vor. Aber das sind halt so kleine Momente, wo mir die Leute halt auch mitteilen, ich müsste theoretisch nicht hier sein, aber ich möchte mich mit der Thematik auseinandersetzen, um andere Menschen irgendeiner Weise unterstützen zu können. Es würde mich halt noch mehr freuen, wenn es Leute nicht nur wegen Familienangehörigen kommen würden, sondern weil sie ihre Verantwortung klar gekriegt haben, dass transgeschlechtliche Menschen nun mal in der Gesellschaft existieren und dass wir extrem angreifbar sind und dass wir nicht keineswegs die Lobby haben, die uns permanent unterstellt wird. Schon gar nicht die irgendwie massiv Druck auf politische Entscheidungen ausübt oder sonst irgendwas in der Richtung. Und irgendwas mit der Pharmalobby, das kommt dann ja auch häufig, die Pharmalobby, mit der habt ihr es auch zu tun. Genau. Wow. Also das sind immer so, es sind so kleine Momente, die ich auch über Jahre in meinem Kopf behalte, an die ich mich halt immer noch wieder erinnern kann an solche Begebenheiten. Das ist dann tatsächlich ziemlich schön. Trotz dessen, ja, ich sag mal, es ist bei vielen ist ja ein gewisser Wunsch da, sich zu informieren, aber es sind dann Berührungsängste und sagen, ich verstehe nicht vieles oder ich möchte nichts falsch machen und so, das ist völlig in Ordnung. Ich bin ja auch nicht mit dem allumfassenden Wissen einfach so irgendwie zur Welt gekommen.
musste ich mir auch erarbeiten. Bei mir nun mal aus der Betroffenheit, aus dem Drang oder aus dem Drang bestand immer eher wegen der Betroffenheit. Aber sich zu informieren und still mitzulesen oder zu einem Vortrag zu kommen oder so, das ist halt schon mal ein erster Schritt und das ist halt super notwendig. Ich versuche den Leuten halt auch mal klarzumachen, ihr seid schon häufiger Transpersonen begegnet, als ihr das selber glaubt. Ja. Und irgendwo in eurem Umfeld könnte immer eine queere Person quasi noch im Schrank sitzen und sich nicht trauen, rauszukommen. Aus verschiedensten, absolut berechtigten Gründen. Und wenn ihr euch damit auseinandersetzt und informiert, dann ist das schon mal ein sehr guter Schritt. Auch weil es ein kleiner Schritt, aber es ist ein sehr notwendiger Schritt. Mein Papa ist fast 80 Jahre alt und er sagt, ich verstehe nicht vieles und ich mache bestimmt vieles falsch. Das stimmt, aber es ist halt, also ich sag mal so, Uninformiertheit sorgt nicht dafür, dass du den Drang verspürst, anderen Menschen Gewalt antun zu wollen oder sie aus der Gesellschaft herausdrängen zu wollen. Dafür brauchst du schon die gezielte Motivation. Also nur weil Leute ein bisschen uninformiert sind, heißt es nicht, dass sie automatisch dann zu queerfeindlichen GewalttäterInnen werden. Es wäre halt Quatsch, das so zu behaupten, dass es einfach nur daran liegen würde. Aber ja. Ich lese mal kurz den Chat vor. Also Claudia hat geschrieben, ich habe als Cis-Lesbe auch meine Eier nicht zur Verfügung gestellt. Bei meinem Coming-out in den 80ern war es klar, dass das bedeutet, keine Kinder zu haben. Und dann gibt es hier von Anna, oder eine Friseurin, Cis-Frau wurde ohne Uterus geboren. Keine Frau, völlig verrückt. Oder ich nach Uterusentfernung bzw. in Wechseljahren, keine biologische Frau mehr, eigentlich albern. Richtig. Anhand von den Geschlechtsverständnissen von diesen ganzen queerfeindlichen Leuten müsste ich eigentlich geschlechtslos sein, denn ich kann weder Eizellen noch Spermien produzieren. Also anhand von dieser Überzeugung müsste ich geschlechtslos sein. Es kommt mir mit meiner persönlichen Entwicklung langsam auch immer wieder ein bisschen weiter entgegen, dass ich irgendwie auch im Laufe der Zeit merke, ach, das Nicht-Binär-Sein, das ist irgendwie doch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr treffender für mich. Aber ja, genau solche Argumente werden aufgemacht. Die werden sagen, nein, das sind natürlich echte Frauen, weil die hatten das ja eigentlich mal oder die wären ja grundsätzlich dazu imstande gewesen. Aber sie wissen halt genau, dass sie damit aktiv eben auch all diese Personen mit wegschubsen. Das nehmen sie halt billigend in Kauf. Das nehmen sie billigend, absolut billigend in Kauf, sowas, ja. Ja, also ich meine, das ist genau, wenn man sich ein bisschen da reinguckt, genau, die es ist alles misogyn und die selbstidentifizierten Feministinnen eben auch. Also genau, was ich genau sehe, und das, wenn du über Unwissen sprichst, genau, da kann ich auch empathisch sein, in dem Sinne, dass ich auch sehe, dass sozusagen ein Aufbrechen, insbesondere auch eines wirklich nur zweigeschlechtlichen Geschlechterverhältnisses, also nicht nur, genau, das sozusagen erstmal anzuerkennen, dass es Transgeschlechtlichkeit gibt, sondern eben auch, dass es Geschlechtlichkeit außerhalb dieser binären Pole gibt, ist, und da, also das erkenne ich auch als jemand, der, sag ich mal, volle Möhre Emanzipation möchte, an, dass das etwas ist, was, also genau, wo ich auch selber lerne, mich mit auseinandersetze, Gespräche führe, und das ist also, und an der Stelle habe ich, genau wie du auch sagst, ich bin auch, ne, aus der Betroffenheit natürlich in einem ganz anderen Maße angetrieben, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das merke ich ja auch, sag ich mal, ne, das ist ja auch irgendwie weit bekannt, dass Transpersonen eine erstaunliche Wissen über Geschlechtlichkeit anhäufen müssen. Also die Expertise, also das merke ich ja gerade auch immer bei sehr jungen Menschen, wo ich auch, also insbesondere wie weit dann sogar auch die, sag ich mal, philosophischen, also gerade so ontologische Betrachtungen der Geschlechtlichkeit dann, also wo ich dann denke, wow, das ist ja mit 15 jetzt schon eine ganz schön, ja, krass, sich jetzt in die, ja, diese, wie soll ich sagen, ja, auch irgendwann wirklich, ja, durchaus nicht leicht zu durchdringende Struktur von Gesellschaft durchzuquetschen und zu sagen, okay, was heißt das zum Beispiel, zu sagen, genau, irgendwie ein starres binäres Geschlechtssystem, genau, ist zum Beispiel auch Teil des kolonialen, imperialen Erbes. Das ist also, ja, alleine die fixen Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit sind selber Versuche, eine gewisse kulturelle Überlegenheit auszudrücken. Und ich verstehe, dass sowas vielleicht für viele dann wirklich erstmal eine Information ist, mit der umgegangen werden muss. Und ja, genau. Also das sehe ich auch, aber ich finde das aber sehr richtig, was du gesagt hast. Genau, Unwissenheit ist nicht identisch mit Feindlichkeit. Und das
Das wiederum ist eine eigene wissenschaftlich interessante Frage, sozusagen, wie wird Ignoranz sozusagen zu militant? Also wie macht man aus Unwissen irgendwie so eine aggressive Haltung? Das da gibt es sicherlich auch viel Untersuchung zu. Aber ja, erstmal ist das ja, wäre das ja schön, wenn wir in einer Welt, sagen wir, wären, in der genau auf Unwissenheit mit Fragen und Interesse reagiert würde. Ja. Was ja nicht irgendwie. Komm nicht so häufig vor. Ich würde das gerne mal mit diesem Fortpflanzungsding, würde ich gerade tatsächlich, weil das ist ein sehr, auch wissenschaftlich sehr spannend, das sind so viele jahrzehntelange feministische Arbeit, die gemacht wurde, die bitter notwendig war, um zu sagen, dass Frauen keine Gebärmaschinen sind, dass Frausein nicht immer mit Schwangerschaft und Gebärfähigkeit gleichgesetzt werden soll. Und wie das dann plötzlich so auch so völlig, so völlig über Bord geworfen wird, so dieses Ganze, wobei das schaffen die, in einem Satz zu sagen, ich bin keine Gebärmaschine, und im nächsten Satz heißt dann, du kannst keine Frau sein, weil du kannst keine Kinder bekommen. Dass das aus feministischen Perspektiven halt so hart aufgegriffen wird, das ist so himmelschreiend absurd und auch einfach so bedrohlich, dass das mit anzusehen, wie das immer wieder gemacht wird und getan wird. Und auch generell so die Konzepte von Geschlechtlichkeit, wie es dann doch immer wieder erklärt wird. Und jetzt hatten wir nun alles Mögliche von Intimorgane, Hormonstatus, Chromosomen, irgendwas, was in den Nebennieren, Hinterwänden produziert wird. Es gab mal, für ein paar Monate war das so einen ganz kurzen Ausflug hinzu, das habe ich auch mehrfach geschrieben, ja, Prostata ist eindeutig männlich und daran kann man das feststellen. Dann haben die 3 Minuten gegoogelt und einen Wikipedia-Artikel über Prostata Femina gefunden und festgestellt, ach scheiße, alle Menschen können sowas haben in unterschiedlichen Größenausprägungen. Interessiert bei Frauen, sagen wir, bei Personen, denen das Geschlecht weiblich zugewiesen wurde, interessierte das nur Jahre oder Jahrzehnte lang niemanden, weil kein erhöhtes Krebs oder wahrscheinlich nicht oder was weiß ich, oder das hat halt niemanden interessiert. Und dann haben die es festgestellt, und dann wurde diese These von Prostata ist eindeutig männlich ganz schnell auch wieder, es verschwand ganz schnell so aus den Twitter-Kommentaren raus. Das fand ich, das war ein spannender Moment. Und jetzt sind wir ja bei dem Punkt angekommen, wo nun alles steht und fällt mit der Fortpflanzung. Dass dann gesagt wird, ja, es gibt ja nun mal nur Spermien oder nur Eizellen, also entsprechende Keimdrüsen, und dann ist es ja alles ganz eindeutig, dass es halt nur 2 Optionen geben kann. Und sie versuchen das dann immer mit so einer Wissenschaftlichkeit zu verklären von, ja, das ist halt immer wissenschaftlich so, weil es gibt nur zwei mögliche oder es gibt nur 2 Optionen für Fortpflanzung und deswegen kann es nur 2 Geschlechter geben. Dass dann dieses Wissen über Fortpflanzungsfähigkeit halt so versucht, einen Deckel über alle sprachlichen, kulturellen Konstruktionen von Geschlecht und wie Geschlecht ausgelebt wird oder halt auch nicht. Das versucht, dass da so ein Deckel drüber gepackt wird und sagt, das ist alles Quatsch. Hier Biobuch, 3. Klasse, da Spermien, Eizellen, fertig, aus. Erstens haben das nicht alle Menschen und zweitens, das ist halt Fortpflanzung, das ist halt nicht Geschlecht. Das ist Fortpflanzung oder potenzielle Fortpflanzung. Ja, aber ja. Ja, also ja, ich, wie gesagt, ich meine, also nein, ich hatte hier mit, die ist auch da mit Annabelle, die ist da oben auch in unserem Chat, die hat beim Radio angerufen, weil da zu viele TERFs angerufen haben, um sich über deren Geschlechtsbegriff zu beschweren. Und auch hat sie mir erzählt, dann denen gesagt, sie sollten sich doch alle mal selber untersuchen lassen, ob sie denn wüssten, welches Geschlecht sie hätten. Gutes Take. Und dann war ich mit ihrem Gespräch, und worauf ich hinaus will, ist genau, dass ich da gemerkt habe, ich sag mal genau, die Aufklärungsgespräche, die ich sozusagen mit Menschen führen muss, die gar nicht, also genau diese ganzen Erklärungsnotstände, die du ja jetzt auch aufmachst, das anzutasten und zu sagen, ja, und hier ist die wissenschaftliche Wahrheit und hier ist dies und jenes, ist so weit weg von dem, was ich mit Menschen besprechen kann, die einfach, ich sage jetzt mal, einfach verstehen, dass es ein Wissen um Geschlecht gibt. Also genau, es ist vorhanden. Das ist, also, und mir scheint dieser Aspekt irgendwie nochmal wichtig zu sein, den nochmal irgendwie reinzubringen, weil also ich, ne, versteht, ne, genau, es, ich verstehe, dass wir uns identifizieren und das alles und geschlechtliche Rollen und so weiter, aber es gibt ein Wissen, wo ich mich in diesem Spektrum vielleicht bewege, und das kann sich verändern. Also, ne, ich kann, ja. Aber das ist nicht, also diese Vorstellung, dass es sozusagen wie so ein doppeltes gäbe, ich würde von außen irgendwie gucken und dann würde ich sagen, jo, und jetzt trifft das mit dem zusammen. Nee, das ist das Gleiche. Und also für mich zumindest persönlich ist das, was ich als Transition erlebe,
ein Ankommen da, wo ich eigentlich bin. Also und nicht nennen, ich habe mir da was ausgesucht und da bewege ich mich jetzt hin. Und also diese ganze, also das ist, und ja, da, also da würde ich, wenn ich dir mir die Polemik erlauben würde, natürlich auch dem zustimmen, das wäre für viele Cis-Personen auch gut, das zu untersuchen. Genau, wo, weil oft zeigt sich ja Geschlecht dann erstmal gar nicht, wenn es einfach nur als stummes Privileg mit sich rumgetragen wird. Und ja, also es ist schon ein ganz guter Tipp. Und ich, aber ich merke, genau, wie schnell es dann auch bei mir geht, dass ich dann versuche, jetzt auch genau immer wieder Gründe zu finden, warum sind Leute transfeindlich, warum verstehen die das nicht, aus welchen Gründen, und versuche mir dann etwas auszudenken und muss mich dann eigentlich immer wieder zurückpfeifen und denke, ja, kann wohl nicht wahr sein. Also warum soll ich jetzt darüber spekulieren, was ihr für Kämpfe geführt habt vor 40 Jahren oder was ihr für Traumata habt, die ihr nicht aussprechen konnt, weil im Ergebnis, also, und das ist, glaube ich, was ich sowohl aus Femininität als auch aus Transness heraus lernen muss, ist, ich habe ja einen Raum meiner eigenen Würde. Also ich habe Würde und ich muss nicht für andere Leute die Antworten finden, sondern ich kann auch einfach aktiv für meine Antwort eintreten. Ich weiß nicht, das ist zumindest... Ich will nicht sagen reingezwungen, aber es kommen ja auch immer viele Leute mit Unverständnis, also jetzt im Sinne von, ich verstehe nicht, warum diese Menschen so drauf sind. Kannst du mir das irgendwie erklären? Zum einen, ich passe halt nicht in das Weltbild von vielen Menschen hinein, in ihr kleines, starres Mann-Frau-Weltbild, aus dem breche ich heraus, weil ich nun mal offenkundig, das Witzige ist dann, wenn mir Leute sagen, dass ich unmännlich sei, das finde ich schön, das mag ich sehr. Oder wenn Leute Begriffe an sich einfach nicht drauf haben und mir irgendwie in die Kommentare reinbrüllen, dass ich ja niemals ein echter Mann sein werde. Gut, ich habe es geahnt, aber danke für die Bestätigung vom hohen imperialen Cis-Rat oder Cis-Rat oder keine Ahnung was. Was waren jetzt alles, worauf ich gerade eingehen wollte? Die Sache ist halt, es ist halt nochmal ein bisschen komplizierter. Also da fragen Leute halt dann immer so gezielt nach. Jetzt nicht, warum sind Rechte denn so transfeindlich, sondern warum, wie kann man denn aus einer feministischen Perspektive heraus transfeindlich sein? Ja, ist zum einen nur, weil die Leute schon seit 40 Jahren machen und ihre Kämpfe durchlebt haben, wären die nicht automatisch transfeindlich. Das ist also kein reines Generationsding. Also, das hatte ich jetzt auch in Saarbrücken. Ich weiß nicht, ich würde vorsichtig behaupten, sie war ich habe sie jetzt mal um die 70 geschätzt. Und sie sagte zu mir dann nach dem Vortrag, ich mache diesen Scheiß jetzt seit 40 Jahren. Und ich sagte, wir müssen diesen Scheiß immer noch weitermachen. Ja. Es ist halt die Frage, ob du im Laufe dieser Zeit festgestellt hast, da sind andere queere Menschen, da sind Transpersonen. Ich glaube, die brauchen irgendwie unsere Unterstützung. Ich habe zwar auch nicht viel Plattform oder nicht viel Ressourcen, aber ich teile sie oder ich gebe meine Ressourcen, teile ich gerne noch ein Stück weit dafür auf, damit diese Menschen in Sicherheit leben können. Aber da ist es ja auch dieses Ding um Ressourcen. Und das ist gar nicht mal so weit aus der Luft gegriffen. Jetzt wird Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung, wird jetzt häufig immer so angeschrieben mit 70 Millionen Euro für Förderung queerer Menschen, aber für was Frauenschutz irgendwas gibt's gerade mal, was ich 5 Millionen oder irgendwas. Dass Schutz von queeren Menschen halt auch Frauen betrifft, weil Frauen halt auch queere Menschen sind, ne, sei es drum. Aber dass dann halt genau dort gezielt so ein Kampf um Ressourcen, um knappe Ressourcen aufgemacht wird, anstatt zu sagen, scheiße, wir sollten vielleicht mal zusammenarbeiten. Also ich will nicht mit denen zusammenarbeiten, weil der Zug ist abgefahren. Und dass sie darüber dann zu einer Feindlichkeit übergehen und ganz klar mit diesem unter diesem Deckel von knappe Ressourcen, und die wollen uns jetzt die Ressourcen klauen, diese Transgenders, die wollen uns jetzt auch noch die Ressourcen streitig machen und sind außerdem auch noch gefährlich für uns alle. Und das wird dann immer gemacht mit dieser Trennung Frauenrechte und Transrechte. Und im Wohlwollenden heißt es nur Frauen- und Transrechte. In der Regel wird es zu einem Versus aufgemacht, dass transgeschlechtliche Menschen eine Bedrohung für Frauenrechte sein. Aber hallo, wir sind halt auch Frauen. Sind da Frauen bei uns dabei? Oder, da ist noch ein Mikrofon an. Ja, hab schon. Auch wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht, dann heißt es, Transpersonen würden ja niemals irgendwie was dazu sagen oder so. Transpersonen kümmern sich nicht um sichere Schwangerschaftsabbrüche. Wir brauchen auch sichere Schwangerschaftsabbrüche, Zugang zu medizinischer Versorgung. Einige von uns können halt auch schwanger werden und waren schon schwanger und haben Kinder. Also, was ist dein Punkt? Kampf um knappe Ressourcen.
die dann auf dem Rücken von marginalisierteren Menschen ausgetragen werden sollen. Das ist das, was hierbei immer passiert. Also das, ja, ich glaube, das habe ich jetzt erwähnt. Ja. Ja, also ja, na, auch da, also wenn man von meiner zahmen Seite, ja, also man lernt, genau, das anzuerkennen, dass sozusagen Cis-Frau zu sein ein Privileg sein kann, ist... Es bringt welche mit sich. Nicht, es ist nicht genau. Patriarchat besiegt, aber es bringt, das Cis-Geschlechtliche zu sein, es bringt halt welche mit sich, ja. Richtig, und dass dadurch, und ja, und eben auch durch, ja, also dadurch eigentlich ein Raum geschaffen ist, auch Plattformen zu teilen und miteinander zu kämpfen, ja, aber... Ja. Ja, ich guck mal in den Chat. Da gibt's einmal, genau, hat Anna was zu dem Radio-Ding gesagt, was ich erwähnt hat. Im Radio, die TERFs haben immer den Vergleich zu Baumgutachten gemacht. Als Bäume würden ja auch begutachtet, also auch Menschen. Es gibt Baumexperten und Geschlechtsexperten. Also ist der Geschlechtseintrag wie eine Baumfällung. Und dann gibt's von Vera noch eine Basic-Frage, nämlich, dass wir von Misogynie gesprochen haben und wo der Unterschied zwischen Misogynie und Sexismus liegt und warum wir über Misogynie sprechen. Misogynie soll auf gezielte, offene Frauenfeindlichkeit aufmerksam machen und dafür ist, es ist, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein austauschbarer Begriff, das funktioniert so nicht, aber es geht halt dabei um gezielt darauf, auf Frauenfeindlichkeit aufmerksam zu machen. Sexistische Einstellungen, sie haben nicht die volle Durchschlagskraft, aber es ist halt schwer zu sagen, dass Männer keine sexistischen Einstellungen erfahren würden. Das schließt dann, würde schon mal einen Haufen queere Männer, transgeschlechtliche Männer hierbei ausschließen, einfach zu sagen, dass Männer keinen Sexismus erleben würden. Das funktioniert halt so schon mal nicht. Das ist letztendlich zeigen sich misogyne Einstellungen halt auch, die habe ich auch als Jugendliche erfahren, nur ich hatte diesen Begriff logischerweise nicht. Aber Leute, das habe ich auch geschrieben, irgendwie, das war wirklich damals so nach der Schule, ich war vielleicht 13, 14, da waren irgendwie so ein paar Gleichaltrige, die dann irgendwie so zu mir rüberschauten und ein bisschen kicherten. Einer kam dann von denen so auf mich zu und so, ey, mein Kumpel, wir wissen, was du eigentlich bist. So. Oder irgendwie eine Freundin, die sagte, ich würde den Stift so komisch weiblich halten oder immer so komische Gestik mit meinen Händen machen, so seltsame weibliche Gestiken. Das war jetzt halt keine Frauenfeindlichkeit, was da passiert, aber es zeigt halt, wie verankert so misogyne Einstellungen sind, wenn ich, die nun mal damals nicht als Frau wahrgenommen wurde, dann irgendwelche Sachen irgendwie hält oder macht oder die Hände bewegt oder keine Ahnung was. Also ja, Misogynie ist halt gezielte Frauenfeindlichkeit. Ja, und dann gibt es auch Transmisogynie, ist gezielte Transfrauenfeindlichkeit. Ja. Ja, genau. Dafür halt auch dafür nochmal der spezielle Begriff Transmisogynie. Also es ist Misogynie, aber es soll halt darauf aufmerksam machen, auf die spezielle Feindlichkeit gegenüber transgeschlechtlichen Frauen. Dafür zum Beispiel der Begriff Transmisogynie. Kurz, ohne das nochmal zu verdeutlichen, es gibt auch den Begriff Misogynoir, also Misogynie und Noir, also schwarz, eine gezielte feindliche Frauenfeindlichkeit gegenüber schwarzen Frauen beispielsweise. Also es gibt verschiedene Zusammensetzung dieser Begrifflichkeit. Ja. Und genau, die Autorin Julia Serrano, genau, die hat auch diesen Begriff der Transmisogynie viel verwendet und auch den Begriff des Binärsexismus da auch immer, also das genau, auch. Eben auch nochmal den Sexismus zu spezifizieren, dass der eben genau aus einer cis-binären Perspektive, also ja. Wirken kann und dass da auch nochmal, also wie bei vielen, sag ich mal, wie man heute, also sich überkreuzenden Begriffen es oft wichtig ist, eben genau diese spezifischen Diskriminierungsformen auch zu verstehen, weil ja, letztlich ist das auch zum Beispiel auch, um vielleicht da in den Bogen zu schlagen, auch für mich zum Beispiel eine Möglichkeit, mit dem Ads, der mit der Diskriminierung einhergeht, vielleicht auch besser umgehen zu können, dass ich die genauer verstehe. Genau, wofür werde ich gerade diskriminiert? Ich habe das in anderen Kontexten auch schon mal, also sag ich mal, gerade als ich am Anfang meiner Transition war und gerade der sozialen Transition, hatte ich irgendwie den Eindruck, alle, ich sag mal, ich konnte es nicht so richtig orten, wofür werde ich hier gerade diskriminiert? Sozusagen werde ich hier als effeminierter Mann diskriminiert, werde ich als Transfrau diskriminiert, werde ich, genau, was ist eigentlich gerade das? Oder werde ich eigentlich nur diskriminiert, weil ich ein Outfit trage, was niemand anhat, was das war, was die Leute, sag ich mal, die tendenziell am transphobsten waren in meinem Umfeld, immer am ehesten mir versucht haben zu sagen, das läge einfach nur daran, dass ich
Haarspangen hätte, das würde man, ich wolle ja nur auffallen, ja, sozusagen. Was bildest du dir ein? Genau, das bilde ich mir ein. Ja, aber genau, dass ich jetzt über die Zeit habe versucht zu lernen, ist halt schon zu merken, ja, auch als Transfrau bin ich von ganz vielen unterschiedlichen Diskriminierungen und Lesarten betroffen und muss mich darauf teilweise auf ganz unterschiedliche Weise auch verteidigen, was mir aber, sag ich mal, ein bisschen besser tut, als immer nur mit der Angst reinzugehen, alle sind, ich habe hier sozusagen nur eine transphobe Wand, sondern ich habe zumindest unterschiedliche Elemente, mit denen ich vielleicht umgehen kann. Ja. Vera bedankt sich, ja, genau. Ja. Ja, weil ich meine, ja, die Differenzierung, ne, wie du gesagt hast, sind da und zum Beispiel, genau, gerade jetzt auch, ich sehe das jetzt eben im Umgang mit nicht-binären Personen zum Beispiel auch sehr stark, dass da das Argument zum Beispiel jetzt auch nochmal stark aufgewertet wird, dieses alte Trans-Enough-Argument, was man, ne, was wir, sag ich mal, aus der binär-transgeschlechtlichen Perspektive ja schon viel durchgearbeitet haben und durchgearbeitet wurde, ja, ne, you are trans enough, so, aber jetzt gerade im Umgang mit nicht-binären Personen ich den Eindruck habe, dass das auch nochmal gerade aus so dieser liberalen, eher so mittigen Ecke auch nochmal eine ganz neue Freude hervorbringt, das auch nochmal in Frage zu stellen und genau da dieses, genau, also jetzt, das ist aber doch jetzt nun wirklich ein Hirngespinst und auch da eine Opposition zwischen binärer Transgeschlechtlichkeit und eben allen anderen Transgeschlechtlichkeiten gefunden wird. Da machen Leute dann plötzlich auf einmal auf pro echt trans. Aber selbst da kommt es ja auch, dass diese ganzen auch rechts angehauchten und wie Leute jetzt immer ankommen, ja früher, da gab es die echten Transpersonen, die haben die Hormone genommen, die haben sich dann operieren lassen, haben sich so und so angezogen und sie haben die Fresse gehalten. Das heißt, auch wenn ich all das quasi gemacht habe, aus der Fresse halten, ne, mein Vergehen ist ja, dass ich nicht schweige, sondern ansonsten würde ich ja quasi all deren Kategorien erfüllen, nur ich halte halt nicht die Klappe, so wie man das als Frau in der Gesellschaft anständig zu tun hat, ne? Immer schön still sein und vor allen Dingen dankbar sein. Dankbar sein, dass man heute keine Gewalt angetan bekommen hat oder irgendwas davon. Und das ist halt auch was ja auch durchaus gerne so jetzt von so etwas, sagen wir, wohlwollend konservativeren Transpersonen ja gerne mitgetragen wird, weil dann bekommt man nämlich auch Plattformen in so schönen Zeitungen, wo man dann über nicht-binäre Personen motzen und meckern darf. Und das ist halt wieder so die perfekte Token-Position, wo du dann als Transperson sagen kannst, ja, ich habe das und das habe ich alles gemacht. Und die verwässern jetzt meinen Status oder versuchen es zu verwässern und machen mich lächerlich vor all den Leuten. Ja, nee, Junge, die Gesellschaft hasst dich trotzdem, egal was du alles erfüllst und was für Bedingungen du erfüllst, die dir da auferlegt werden. Als nächstes kommt einfach wieder die nächste Bedingung, wenn du all das erfüllt hast. Transfeindliche Leute warten nicht drauf, dass du deren 10-Punkte-Plan erfüllst, sondern sie hassen dich halt nochmal. Egal, wie schön angepasst und still und dankbar du bist. Ja. Ja, und das wiederholt sich ja auch aus den queeren Emanzipationsbewegungen von früher mit den angepassten Homosexuellen und den diesen schrecklichen kinky Leder-Fuzzis auf der Pride Parade. Also, genau, ich sag mal, manchmal, wie soll ich sagen, zwischen. Es langweilt mich und verwirrt mich auch, wie dasselbe Gespräch, also mit genau denselben Argumenten, jetzt auf Transgeschlechtlichkeit bezogen wird. Und es unterscheidet sich, wie du ja auch vorhin am Anfang schon gesagt hast, in Bezug auf andere, sag ich mal, Verknüpfungen mit Pädophilie oder Zoophilie, Sodomie, alles wird damit reingetan. Das ist ja genau dieselbe Strategie, die damals auch gefahren wurde und auch dieses halt einfach still, bleib im Schrank, Homosexualität ist ja in Ordnung, aber brauchst du keinem erzählen, das ist ja, also selbst diese Positionen existieren ja sogar noch, also selbst diese, also und ja, also ja, man hat es da mit großen Ungleichzeitigkeiten zu tun und wie ich, genau, sagen wir, das ist auf jeden Fall etwas, was mich zum Beispiel auch sehr anätzt, weil, wie ich schon gerade sagte, oft diese Gespräche dann so, ja, wie soll ich sagen, die wirken, sind so in schlecht Bad Faith. Also es ist so viel Bad Faith, dass es, was ich hier auch in den Queer Talk schon an anderen Stellen mal gesagt habe, eigentlich total schade ist, dass es deswegen der Trans-Community auch teilweise einfach den Raum nimmt, über Binnendifferenzen zu sprechen, also über unterschiedliche Privilegienstrukturen, über unterschiedliche Biografien, über Umgänge mit Geschlecht, mit Transition und so weiter.
dadurch, dass wir eben in diese Front gepresst werden durch diese Politisierung. Das finde ich zum Beispiel sehr ätzend. Ja, das ist ätzend. Ja. Was wollte ich gerade? Wahrscheinlich wollte ich gerade da nochmal drüber sprechen. Warte, hat noch jemand eine Frage? Ich brauche gerade einen Übergang. Ah ja, und nochmal, Anna, um nochmal auf Antifaschismus und Rassismus zu kommen. Allgemeiner faschistischer Topos, gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, echte und falsche, Wirtschaftsmigration, echte. Was sagt ihr zu dieser Parallele? Das finde ich schon mal schön, dass du es parallel nennst, denn ich werde mir nicht herausnehmen, irgendwie mit Rassismus dann anzufangen und das irgendwie versuchen gleichzusetzen, weil das steht mir beim besten Willen nicht zu. Aber ja, die Parallele gute, falsche, die ist halt nun mal da, grundsätzlich auch so bei Frauenfeindlichkeit, gute Frau, schlechte Frau, gute Frau oder Heilige oder irgendwie irgendwas Schlampe, was Leute dann halt immer so anbringen. Das ist so eine Dichotomie, so eine Zweiteilung, die dann immer wieder aufgemacht wird. Und dann immer wird gesagt, ja, gegen die habe ich ja nichts. Was wir auch gerade schon besprochen haben, gegen die habe ich ja nichts. Das sind ja die Echten. Ich habe halt nur was gegen die Falschen, gegen die zu laut sind, die sich irgendwas erschleichen würden oder keine Ahnung was. Ja, also die Parallele hierzu ist auf jeden Fall gegeben. Ich sehe die Parallele halt sehr stark in der Art, was ich gerade Bad Face genannt habe, in der Demagogie. Also ich glaube, die Menschen, die ein Gespräch über die im Rahmen von Verwaltungs- und Gesetzesvorhaben, genau, über dieses Thema da, das kann ja jemand auch böswillig nutzen, sprechen aus einer, sag ich mal, verwaltungspolitischen Perspektive eigentlich darüber, dass sie das grundsätzlich nicht wollen und versuchen, das in eine Art von Gespräch einzuführen, in dem es so wirkt, als würde es darum gehen, irgendwelche Schlupflöcher schließen zu wollen oder so, wobei es aber eigentlich nur darum geht zu sagen, ich will das gar nicht, das will ich aber nicht sagen. Also was man im Englischen so Dog-Whistling-Argumente nennt. Also es ist so ein, genau, es wird darüber geredet, als ging es darum, genau, einen sicheren Kloraum zu haben und in Wirklichkeit geht es aber darum, dass man keine Transperson will. Ich wollte auch noch kurz noch zu dem Wort Parallele, weil genau, das ist nämlich gut, wie du auch sagst, Parallele ja, aber die Gefahr zur Analogie, der Übergang ist nämlich sehr leicht gemacht. Ich kenne das auch, wenn man über Diskriminierung spricht, zu denken, ja, hier ist die eine Form, die ist doch so ähnlich wie die andere und so weiter. Das ist ja genau der Punkt, auch sich Sachen intersektional anzugucken, weil die Geschichten halt alle anders sind und auch die Erfahrungen anders. Und ein historisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn man auf, ich glaube, es ist in Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht auch, wo ganz viel zum Beispiel sie Frau sein mit Schwarz sein und Sklavenleben analogisiert. Was man genau, wenn man jetzt heute das liest, will man das nicht dann verstehen wir, glaube ich, warum das nicht so eine gute Idee ist. Aber also genau, deswegen grundsätzlich ist der Tipp, diese Analogien führen einen oft, sag ich mal, doch eher weg von dem, was man eigentlich herausfinden möchte, sag ich jetzt mal. Ja, das ist halt was weiße Frauen halt auch historisch sehr häufig gemacht haben, dass sie gesagt haben, dass sie quasi die Schwarzen des Planeten seien oder irgendwie sowas. Oder Frauen sind der schwarze Kontinent oder keine Ahnung was. Ist halt schwierig. Zumal halt auch nicht in Abrede oder vergessen werden darf, dass halt auch nun mal weiße Frauen historisch gesehen auch ihren Teil zur Unterdrückung, Versklavung, Ausbeutung und Ermordung von Menschen beigetragen haben. Das ist ja dann auch dieser Punkt, den ich halt sehr häufig lesen musste, ich bin eine Frau im Patriarchat, ich habe gar keine Ressource, ich kann niemandem Gewalt antun. So, das ist halt historisch einfach schon absolut falsch, das so eine Behauptung aufzumachen. Und ja, allein aufgrund von cis-geschlechtlich zu sein, bietet dir das nun mal gewisse Privilegien. Du musst in der Regel dein Geschlecht nicht beweisen, nicht vor GutachterInnen, nicht vor einem deutschen Gericht und keine Ahnung was. Das heißt nicht, so wie immer bei Privilegien, das heißt nicht, dass du im Schlaraffen dann lebst, wo alles perfekt und toll ist, weil Frau sein und Patriarchat ist halt immer noch da. Und Sexismus und Frauenverachtung und Gewalt und alles Mögliche. Da wird es dann halt manchmal ein bisschen deutlicher, wenn wir dann noch ein paar andere Eigenschaften zunehmen wie weiße Cis-Frau. Weiße, nicht behinderte Cis-Frau, weiße, nicht behinderte Cis-Frau mit Hochschulabschluss, Mittelklasse, irgendwas. Um es Leuten ein bisschen klarer zu machen, auf was wir eigentlich damit hinaus wollen. Ja.
Im Chat haben sie noch ein bisschen weiter diskutiert. Auf Annas Frage, Moralfrage kam dann Matthias mit, ist das nicht der Versuch, eine eigentlich abgelehnte Gruppe verbal zu spalten, um sich zu versichern, doch zu den Guten zu gehören? Ja, das ist sehr nah dran an dem, was ich auch meinte. Ja. Dann kommt Anna mit, könnte Mensch über Fremdung als verbindendes Narrativ? Ja, als Querfront-Narrativ. Ich würde es, also ich würde jetzt auch wieder sagen, es zeigt eine Parallele. Also tatsächlich, das, also es wird nicht mehr lange dauern, bis irgendwelche TERFs sagen, ich bin jetzt hier fremd im eigenen Feminismus oder irgendwie sowas, so als Parallele hierzu. Aber wie gesagt, grundsätzlich als Parallele, dass dann alles so, wir sind ja die alles so veruneindeutigen und alles verwässern und so die gegen die Natürlichkeit kämpfen und alles Mögliche. Also von daher eine Parallele sehe ich auch hierbei durchaus. Jetzt kommt im Chat ich hätte eine Frage, ich weiß nicht, ob wir da was zu sagen wollen. Die meisten reden von Gender und biologischem Geschlecht. Aber das ist ja nicht. Ich sehe jetzt gerade nicht meine Frage. Ich sehe keine Frage, ich sehe eine Aussage. Und ja, die meisten, die meisten tun das. Ah, wo ist der Unterschied? Okay. Ich versuche es so zu erklären. Diese Trennung ist für die Übersicht mal aufgemacht worden, um über körperliche Aspekte und soziale, kulturelle, sprachliche Aspekte sprechen zu können, dass Leute, ich will den Leuten, die das dann damals so aufgemacht haben, erstmal dieses Konzept ist, glaube ich, auch mindestens schon, ich würde mal vorsichtig behaupten, 40 Jahre alt oder so, ich weiß nicht genau, ob es nicht vielleicht sogar noch älter ist, dass die Leute damals vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, was das dann für transgeschlechtliche Menschen bedeutet, wenn wir aufgeteilt werden in sozial gesehen bin ich eine Frau, aber biologisch gesehen so, ja, nee, tut mir leid, biologisch gesehen bin ich das halt auch. Und jetzt wird es halt, und nicht jetzt, also was dann halt, was sich halt gezeigt hat, das, was eigentlich nur irgendwie menschliches Leben, menschliches Sein formal nur beschreiben sollte, wird halt ganz klar als Waffe verwendet, um Menschen die Existenz abzusprechen, um Menschen Räume und Leben in der Öffentlichkeit abzusprechen, um Menschen zu Tätern per Existenz verklären zu können und hierzu. Das ist das, was dann hiermit leider gemacht wird. Also, dass dann gesagt wird, dass halt auch quasi so vermeintlich wohlwollende Zugeständnisse gemacht werden von wegen, ja, natürlich akzeptiere ich dich als Frau, Felicia, aber wir beide wissen ja, was du eigentlich bist. Ja, halt auch Frau, gut. Aber darum geht es Leuten halt nicht. Sondern sie nutzen das halt dazu, um ihre eigene Cis-Geschlechtlichkeit gegenüber anderen Menschen festigen und absichern zu können, dass sie die mit den echten, mit den wahren Geschlechtern sind und wir haben irgendwas Erfundenes. Deswegen auch dieser Begriff Geschlechtsidentität, der ist halt auch wissenschaftlich spannend, weil der niemals für Cis-Personen verwendet wird, sondern immer für queere Menschen, für Trans-Personen, für nicht-binäre Personen. Ne? Cis-Personen haben Geschlechter, wir haben Geschlechtsidentitäten. Die oder Cis-Personen sind und wir gelten als, wir fühlen uns als oder irgendwie sowas. Und darin verdeutlicht sich halt die Problematik von dieser Aufteilung von Geschlecht in Sex und Gender, also sogenanntes soziales, sogenanntes biologisches Geschlecht, wozu es letztendlich verwendet wird. Und das wird halt nicht nur als Waffe gegen Transpersonen an sich verwendet, sondern eben auch ganz gezielt gegen intergeschlechtliche Menschen. Und noch bis, war es dieses Jahr April oder letztes Jahr April? Ich glaube, es war letztes Jahr April, dass operative Eingriffe an intergeschlechtlichen Neugeborenen halt vorgenommen werden durften, um vermeintliche Eindeutigkeit in ihren Körpern herzustellen. Mit jahrelang, jahrzehntelang medizinischen Behandlungen, Traumatisierung, weil dann irgendwann die Erwachsenen gar nicht wussten, was ist denn überhaupt mit mir gewesen? Was habt ihr da alle, was ist mit mir gemacht worden mein Leben lang? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Naja. Ja, ein Aspekt, der mir, genau, das ist der Aspekt, weil mit Biologie beschäftige ich mich ehrlich gesagt nicht so viel. Ich habe da eine große Sperre, die systematisierte wissenschaftliche Experimentalforschung, den kategorialen Sprung zu Gespräch miteinander zu schaffen. Ich finde, das ist für mich, ich bin auch große Wissenschaftsfreundin, aber ich mag gerade, dass es da eben um methodisch geschlossene Produktionsabläufe geht, was Naturwissenschaft ja macht. Sie muss sich Begriffen bedienen, die vorher sozial definiert sind, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Ich komme da, genau, komme ich oft gar nicht mit, aber was mich daran interessiert hat, ist genau dieser Aspekt, den du auch
benannt hast, nämlich dieses, die anderen haben Geschlecht, wir haben Geschlechtsidentität. Und das ist, deswegen glaube ich, habe ich so stark, dass ich jetzt nochmal mit diesem Wort des Wissens um das eigene Geschlecht um die Ecke kommen will. Genau, was ich jetzt natürlich auch irgendwie von Julia Serrano entlehnt habe. Es ist eben, weil, genau, diese Idee, weil ich merke das auch mit, ich hatte auch jetzt gerade wieder eine Veranstaltung, dann sind Menschen und sagen, genau, dann kommt wieder diese Trans-Enough-Frage, ja, ich fühle mich ja auch gar nicht so wirklich als und ich möchte das und das sein. Und dann wirklich zu sagen, ja, du hast eine Möglichkeit, dich, genau, mit auf dich selber zu beziehen in einer Weise, wie du dich damit wohlfühlst. Und das ist dein, ne, das ist dein Wissen um dein Geschlecht. Du, das ist nichts etwas, was du beweisen musst, sozusagen. Und wenn du selber, ne, in der Auseinandersetzung mit Geschlecht zu dem Ergebnis kommst, ich bin das zufälligerweise, kann ich sozusagen die Kategorie, die mir zugewiesen wurde am Anfang meines Lebens, irgendwie mit mir vereinbaren, dann ist das in Ordnung und das erzeugt dann auch eine Cis-Geschlechtlichkeit in dem Sinne. Aber genau, erstmal ist es für mich, genau, gehöre ich sicherlich eher zu der Fraktion, die oft eher sagen muss, die meisten Leute, die als Cis bezeichnet werden, sind für mich oft einfach in einem starken Unwissen über das, was, ne, also was Geschlecht überhaupt macht. Und oft habe ich auch den Eindruck, reagieren die deswegen auch ein bisschen mit Neid darauf, wenn sie mich dann sehen, zum Beispiel, wie ich dann sage, ach, ich kann in meiner Geschlechtlichkeit ganz wohlig schlafen, mir geht's wunderbar, meine dissoziativen Störungen sind erheblich zurückgegangen, meine Depressionen sind zurückgegangen, meine sozialen Beziehungen haben sich verbessert, eigentlich an allen Stellen, und dann gucken, dann sehe ich dann in den Augen der vermeintlichen sicheren Cis-Person so, oh, ach so, ich kann ein eigenes Verhältnis dazu herstellen, sozusagen. Ich muss gar nicht. Also es ist kein Schicksal, sozusagen, nicht diese ursprüngliche Bestimmung ist kein Schicksal. Und das ist, ja, das ist auch eine, ja, wie gesagt, da entsteht dann auch so ein projektives Verhältnis, sage ich mal, oft in so Gesprächen, wo Leute mich dann so, ja, so nicht nur feindlich, aber auch so neugierig, so, oh, könnte ich das auch? Könnte ich auch glücklicher sein mit meinem Geschlecht? Wow, so, ja, das ist ja. Nicht immer spannend. Kurz zu diesem Anmerken noch, weil zum Beispiel meine Chromosomen haben sich ja nicht selbst definiert, Menschen haben den Unterschied des weiblichen und männlich definiert. Ja, das ist korrekt. Und es gibt auch noch mehr als zwei verschiedene Chromosomensätze. Und Chromosomen ist Geschlecht ziemlich egal, die sorgen dafür, dass Körper halt ausgebildet und ausgeprägt werden. Das war Biologieleugnung jetzt an dieser Stelle. So wie vorhin mit dem Fortpflanzungsorgan und sowas. Ja. Transfeindlichkeit als eine Art Einstieg in die rechte Szene. Ja, brauchst halt also grundsätzlich einen Haufen transfeindliche, queerfeindliche Memes, die man auf Social Media so gepostet sieht, die sind halt häufig von Faschos. Die sind halt sehr häufig von Faschos gemacht. Aber grundsätzlich ist halt Transfeindlichkeit gesellschaftsweit verankert. Man könnte auch sagen, Einstieg in die bürgerliche Szene oder so. Das heißt also, auch in vielen linken Kontexten gibt es neben massiver, ich mach's mal kurz für die Aufteilung, für die Übersicht, neben massiver Frauenfeindlichkeit, eine neue Meldung zu dem Account auf Twitter ist bei uns eingegangen. Ah ja, klar. Schön, freut mich. Wahrscheinlich wurde das Profil wieder gemeldet wegen, weiß ich nicht. Weil in meinem Profil steht oben, habe ich ein Foto aus einer Bar, da steht oben dran, wer begrapscht wird, umgeklatscht. Und das wird dann häufig mal in meinem Profil gemeldet, wegen Aufruf zu Gewalt oder so. Also deswegen, also nur über Transfeindlichkeit, das ist jetzt nicht direkt ein Einstieg in die rechte Szene. Ja klar, wie gesagt, vieles von dem, was auf Social Media so gepostet wird, das sind halt, kommt halt ganz klar von Faschos, aber grundsätzlich ist es halt gesellschaftsweit verankert und dann müssen noch ein paar mehr Punkte. Gut, als sehr gut, du schreibst Einstieg. Ja, kann halt durchaus was dran sein. Also ganz in Abrede stellen würde ich es nicht, aber wir müssen halt die gesamtgesellschaftliche Verantwortung im Blick behalten. Ja, ja das, ja, und das führt mich dazu, dass genau ich das auf jeden Fall als eine sehr, also für mich das eigentlich, also ich war schon immer eine, glaube ich, sehr politisierte Person. Deswegen führt das für mich, also genau dadurch, dass ich auch, ich muss gestehen, genau, ich habe gewisse Privilegien und eine gewisse Freude an auch Streit. Das, also die Mischung, also es ist sowohl aus meiner
neuronalen Disposition als auch aus meiner Privilegiendisposition mag ich Kontroverse und ich mag auch den Streit um Worte und ich kann mir den auf eine gewisse Weise auch anders natürlich, genau, eben durch die Privilegien, die ich habe, anders erlauben. Mhm. Und insofern, genau, sehe ich zumindest für meinen Teil diesen Aktivismus und mich auch mit diesem Ads auseinanderzusetzen, auch als etwas, ja, wie soll ich sagen, was für mich damit auch zu tun hat, mit diesen Privilegien irgendwie umzugehen und also Konfrontationen auch eingehen zu können, wo ich auch weiß, die können andere Menschen so nicht eingehen. Ich gehe damit offen um. Ich habe zum Beispiel auch das Glück, dass ich zum Beispiel auch über meine Arbeit nicht abhängig davon bin, wer transphob ist und wer nicht. Ich bin freiberuflich komplett. Ich mache irgendwie Kunst und Veranstaltungen. Also das heißt, ich brauche mich nirgendwo beweisen. Ich erinnere mich dann an die Zeit zurück, wo ich noch Stealth gelebt habe und stell mir vor, was das für eine Biografie gewesen wäre, wenn ich, sag ich mal, wenn ich das früher hätte, artikuliert hätte, wo ich dann immer, sag ich mal, gerade jetzt so, ne, ich bin immer in der Kulturszene unterwegs, da waren immer viele so ältere Männer, die mich zu ihrem Sohne, die in mir ihren verweichlichten Sohn sehen wollten und dachten, da könnten sie aus mir jetzt mal den Mann machen, zu dem sie ihren Sohn schon nicht gekriegt haben. Und ich glaube, der schönste von diesen Kandidaten war wirklich so ein, da war so ein Typ, bei dem ich auch mal ich war da irgendwie zu Gast und der sagte dann abends irgendwer zu mir, naja, ich kenne jetzt nicht, also das, ich war da im Ausland, nicht in Deutschland unterwegs, und sagte dann, naja, wenn die deutschen Männer alle so sind wie du, ist Deutschland bald am Ende. Dann habe ich gedacht, jawohl. Yay, wir arbeiten dran. Yes, genau. Das fand ich ein sehr gutes Kompliment. Also insofern, ja, arbeite ich, also genau, weil ich finde, genau, diese Gesellschaft ganz im Gegenteil eben zu reaktionären und konservativen Positionen ist, glaube ich, sehe ich nach meinen gesellschaftlichen Analysen eher eine Zeit, wo es eine wirklich gesellschaftlich massive Angleichung an diese Gegenwart geben muss, also wo es Zeit wird, mit vielen Sachen, sag ich mal, aufzuhören, von denen eh klar ist, dass die Sachen immer nur verschleppen und schlechter machen. Insofern, genau, kann ich zumindest auch insoweit mit meiner Trans-Erfahrung vielleicht an Stellen auch, und das ist auch nur eine Parallele, das ist auch nur eine komische Analogie, keine Analogie, aber eine Parallele, ein bisschen davon weitergeben, zu sagen, es können sich Sachen verändern. Also es ist nicht, also zumindest das, also vielleicht auch um auf meine Anfangsrede von Antifaschismus und Autonomie als ein Ort von, genau, da kann ich, sag ich mal, da ist es auch erwünscht, sich selbst zu bestimmen und eine Gesellschaft zu erschaffen, in der irgendwie Selbstbestimmung auch irgendwie im Mittelpunkt steht. Also und so kann ich das da irgendwie gut verbinden und finde das, wie gesagt, auch sehr, für mich zum Beispiel auch sehr spannend und herausfordernd zugleich, wie sich das entwickelt, bin gespannt, wie sich das sozusagen entwickeln wird über jetzt hoffentlich noch Jahrzehnte von weiteren aktivistischen Unternehmungen und wo, was passiert sozusagen, weil gerade ist ja alles noch, also sehr in Aufruhr ist so meine Wahrnehmung so, also es ist. Jetzt gerade auf jeden Fall. Ich hoffe, die nächsten 10 Jahre werden positiver, als ich sie mir gerade in meinem Kopf ausmale. Oh. Muss ich tatsächlich sagen. Ja, bist du. Weil für mich zeichne ich gerade ein relativ düsteres Bild für die kommenden Jahre. Und ich sehe, wie jetzt massiv über uns gesprochen wird, wie wir verklärt werden, was für Anfeindungen, Bedrohungen halt immer so kommen. Deswegen hoffe ich, ich kann nur auf Positive hoffen, dass mehr Leute ihre Verantwortung klar bekommen und auch einfach laut sich vor uns stellen, um uns zu schützen. Aber ja. Ja, das wäre schön. Also das erlebe ich leider auch. Also auf der Achse. Und ja, also vielleicht ist das auch etwas, was hier auch nochmal Platz hat. Die Leute immer wieder auch in den Gesprächen über Transness wird vergessen, dass ein offenes Leben als Transperson, man verliert Privilegien und gibt sich rein in ein Diskriminierungsverhältnis. Diese ganze Debatte darüber, wer sich hier was aussucht und was man damit alles so machen könnte, ist so weit weg von dem, was das psychisch und sozial bedeutet und wie viel Ressourcen es braucht, das überhaupt machen zu können,
dass ich, also da und das macht mich dann auch sehr traurig zu merken, dass diese Art von Diskurs oder Beschreibung überhaupt auch so weit in die Köpfe der Leute reindrängt, dass sich Leute wirklich denken, ach ja, ich, genau, nach diesem, genau, auch wenn ich wieder zurück zu diesem Blick dieser interessierten Cis-Person denke, ach, ich könnte das auch, und die gar nicht sieht, genau, was, ne, dass sie mich ja gerade zum Objekt macht und dass das eigentlich eine Form von Diskriminierung ist, aber sie selber das als eine, als verklärte Bewunderung fast sogar in einem Moment greift. Also und da, also ja, da fehlen mir die Worte und ich, ja, genau, das, ich glaube auch, dass es, das wäre auch mein großer Wunsch, dass sich Menschen vor uns stellen würden an vielen Stellen, aber puh, da habe ich selbst. Wir hören was. Ha, hast du, wir hören eine Stimme. Hast du mich? Hallo. Hallo. Ja, kannst du mich dann auch verstehen? Ja, wir verstehen dich. Okay. Ja, du hast ja gerade gesagt, dass in einem Moment, wo eine Person so deine Transness irgendwie so projiziert und verklärt, das ja eigentlich schon ein Moment von Diskriminierung sei. Und ich würde fragen, ob du noch mal weiter erklären kannst, wie du das meinst, dass das schon eine Form von Diskriminierung dir gegenüber ist, weil es mir so alltäglich vorkommt, dass Menschen im Rahmen von ihren eigenen Problemen irgendwie das Leben anderer Leute also da drauf projizieren und sich selber abgleichen mit der Gegenperson, also mit der Person, die ihr gegenübersteht, und die positiven Aspekte daran sehen und mit ihrem eigenen Leid abgleichen, aber halt nicht die Komplexität, die Tiefe, die Problematik erkennen. Deswegen wollte ich fragen, wie du das spezifisch meinst, dass das aber auch ein diskriminierender Moment ist. Ich versuch's mal. Also ich, also mit dem. Willst du, du gehst kurz weg und ich versuche eine Antwort zu finden. Also ich sag mal. Schon wieder da. Ich kann das, also für mich ist es am leichtsten, das zu beantworten, wenn ich es mit ein bisschen länger beantworte. Die Person, die als etwas anderes gesehen wird, also die, und das ist historisch etwas, was nicht eindeutig vergeschlechtlichen Personen zugemutet wird, nämlich dass sie auf eine Bühne gestellt werden. Also nein, nicht umsonst ist das Showgeschäft und Sexarbeit sind es die beiden großen Bereiche, in denen genau auf ganz unterschiedliche Weise Räume für geschlechtliche zugewiesene Räume entstehen. Und sicherlich ist es ein bisschen, was ich meine mit diesem Blick, den ich bekomme, der nur sieht, ah, okay, da ist jemand, guck mal, die kann sich anders ausleben, die Person. Ja, wie, also natürlich ist das in dem Sinne für mich ein Ausschlussgefühl, weil ich, also es kann ja nett gemeint sein, aber das ist ein Thema, was für mich nochmal in andere Bereiche reingeht. Aber ich finde diese Idee, weil du gesagt hast, ja, wir vergleichen uns alle, das stimmt, aber für mich ist das, ist schon zu lernen, die Unterschiede zu sehen und sich nicht einfach beliebig mit allen zu vergleichen. Das ist vielleicht auch dasselbe, was vorhin mit dem Thema Parallele oder Analogie gemeint ist. Also ich möchte nicht, weil das ist etwas, was ich ja als Feedback von, ne, ich bin Künstlerin und ich wundere mich darüber natürlich auch nicht, dass Leute in dem Moment zum Beispiel meines Trans-Outings das als eine Form von Geltungssucht mir unterstellt haben oder als eine Form von künstlerischer Finte oder Drang, mich auszudrücken und so weiter. Und somit, ja, möchte ich jetzt auch das nicht zu groß machen und sagen, jede Person, die mich neugierig anguckt, ist immer transphob. Aber ich meine eben schon in dem Blick, in dem ich angeguckt werde und mir suggeriert wird, ich könnte das auch sein und gar nicht gesehen wird, was das eigentlich für mich bedeutet, fühle ich mich jetzt zumindest mal missachtet oder nicht wahrgenommen. Ob das jetzt gleich transphob ist, geht vielleicht ein bisschen, muss ich dann erkunden, es ist vielleicht eine Unterstellung aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse und auch meiner eigenen Biografie, aber ja,
das wäre so der Versuch. Ich, also, wie gesagt, für mich ist dieses Rausdrängen und das ist für mich ein, ne, und ja, und das wird mit diskriminierten Gruppen auch an vielen Stellen gemacht, dann Einzelpersonen auszustellen und zu sagen, hier ist, ne, du kannst ja gelingen, wenn du alle Kriterien erfüllst, sozusagen. Also, ich glaube, ich verhedder mich ein bisschen. Ich fühle mich auf jeden Fall darin, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, genau, ich fühle mich darin eingeschränkt, nur als, oh, das ist aber spannend oder so gesehen zu werden. Das, auch wenn das vielleicht positiv gemeint ist, ist das vielleicht auch eine positive Verklärung von dem, was es eigentlich heißt, in dieser Gesellschaft mit einer geschlechtlichen Devianz sozusagen rumzulaufen. Und gerade wenn es Cis-Männer mit mir machen, finde ich es teil, also, ne, da, also, das sind meistens die, von denen ich diese Blicke kriege, ne, die, genau, und dann bin ich, denke ich manchmal so, boah, ihr versteht schon den Anfang nicht, und ich muss auch selber, und vielleicht füge ich das auch noch hinzu, ein bisschen meine eigene Blödheit auch zu illustrieren. Selbst in meiner eigenen Transition war ich davon überrascht, dass das alles nur Diskriminierung bedeutet. Weil genau diese Art von Menschen und auch wie das mir durch die Medien vermittelt wurde, nämlich das sei irgendwas, was man sich aussucht und dann sei irgendwas besser, gar nicht, also das wird so unsichtbar gemacht die ganze Zeit, was für Alltagsdiskriminierung damit verbunden ist und ja, was Transmisogynie bedeutet. Ich glaube, aber so richtig elaboriert war die Antwort, glaube ich, irgendwie nicht. Ja, also manche Momente davon habe ich jetzt auf jeden Fall verstanden, was du daran als unangenehm empfindest oder warum du dich so fühlst. Ich musste nur irgendwie daran denken, dass vorher ja auch darüber gesprochen wurde, wie schön das wäre, wenn auf Unwissenheit eher mit Neugier als mit Ablehnung reagiert wird. Und wenn, genau, aber gleichzeitig entsteht, kann dadurch ja genau das entstehen, dass jemand dich anguckt und das nicht versteht und dann sagt, oh, wie spannend, aber genau, in einem anderen Gespräch ist das dann die erwünschte Neugier und in einem anderen Gespräch, in einem anderen Gefühl, in einer anderen Situation ist ja auch alles situationsabhängig und wie man, wie Menschen sich in einer Einzelsituation fühlt, ja, dann das dann als diskriminierend empfindest. Und genau, das ist mir jetzt einfach nur von dem im Gesprächsverlauf auf. Ja, das macht Sinn. Wir haben noch, der Chat hat sich viel weiter bewegt. Wir müssen ja auch gleich langsam das Ende finden. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir gehen jetzt nochmal den Chat durch und gucken mal, was wir damit machen. Ich schaue mal, ich lese mal vor. Wie könnte man denn den Einstieg zum Aktivismus finden? Also was könnte ich als Mensch versuchen, zumindest im kleinen Kreis meine Veränderung hervorzurufen? Zu Vorträgen gehen, Bücher lesen, Bücher empfehlen, Inhalte auf Social Media teilen. Das ist das, was Leute, die am energischsten fragen, was sie ganz konkret tun können, meistens nämlich nicht tun. Die Leute, die mich am energischsten fragen, was sie denn ganz konkret tun können, sind in der Regel die Leute, die nicht das Buch oder die Bücher lesen, die nicht zum Vortrag kommen und keine Inhalte auf Social Media teilen. Ich zum Beispiel mache das so, ich streue in meinem WhatsApp-Status, wo auch ganze Family und so drin ist, streue ich immer ganz gerne ein paar Tweets oder irgendwas ein, um Leute ein bisschen zu politisieren oder um Leuten vielleicht ein paar Dinge klarzumachen oder so. Das funktioniert insgesamt ganz nett. Das funktioniert ganz gut. Das ist sehr schön. Was ich ergänzen kann, ich sagen, zum Beispiel gerade jetzt hier in Essen, wo ich jetzt ja auch gerade sitze, haben zum Beispiel mal dann 8 Leute eine Veranstaltung zum Trans Day of Remembrance gemacht, was zum Beispiel oft in gerade an kleineren Orten zum Beispiel nicht stattfindet. Und da lässt, kann man zum Beispiel schon mit 3 Leuten ist man schon eine Demo. also genau, sich auch trauen, selber, wenn man diese Möglichkeiten hat, im öffentlichen Raum auch präsent zu werden, das ist, sich da zu informieren. Das finde ich auch gut. Ja. Jetzt kommt. Ich sehe eine. Ich sag's nur kurz. Aktuell. Ich sehe eine erhobene Hand von Lucy. Falls du die Person bist, die auch die Frage stellst und direkt was dazu sagen möchtest, dann bitte. Würde ich auch sagen. Ja. Genau. Ich hatte die Frage ja gestellt und es ist ein bisschen schwieriger, in einem Umkreis zu sein, wo man halt zum Beispiel jetzt sich von ich habe mich zum Beispiel aktiv aus einer sehr radikalen Stadt wegbewegt und habe halt jetzt nur noch ein Umfeld, welcher eigentlich sehr verständnisvoll ist. Und deswegen fällt das zum Beispiel mit dem WhatsApp-Chat, mit dem Familien-WhatsApp-Chat für mich weg, weil man muss immer so ein
so eine Balance finden zwischen ich gehe raus auf die Straße und ich kriege keinen Backstein an den Kopf. Also, dass man das irgendwie macht, aber trotzdem auf seine eigene Sicherheit achtet. Absolut. Und deswegen habe ich immer so dieses Problem, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, auf Social Media Dinge posten, ich bin jetzt nicht die beste Person, die irgendwie Grafiken erstellen kann oder irgendwie, meistens passiert das dann, dass ich Dinge, die ich gepostet bekomme, irgendwie weiterleite oder weiterposte. Aber ich habe das Gefühl, man könnte mehr machen. Zum Beispiel in meiner Schule versuche ich da irgendwie schon länger der SV reinzureden, dass wir mal Plakate oder Poster oder Anlaufstellen anbringen. Aber das ist irgendwie ein schleichender Prozess und ich frage mich, wie kann ich das auf ein Level erhöhen? Eine sehr gute Frage. Da gibt es eine Antwort. Martina hat sich gemeldet. Oh, ich habe da, auf die Frage habe ich gar keine Antwort. Ich habe eine andere Frage. Okay, dann, ich weiß nicht, Xenia, wenn du jetzt noch direkt was zu der Frage sagen könntest, sagen magst. Ja, ich meine, das, was ich jetzt meine bissige Antwort, das trifft halt jetzt, das war jetzt kein Schuss gegen dich, Lucy, sondern das ist halt, was war ein Phänomen, was ich sehr häufig erlebe, dass Leute dann immer so ganz konkret irgendwie, aber dann, ja, aber ich kann absolut verstehen, Sichtbarkeit ist eine Sache, aber Sicherheit ist leider wichtiger. Absolut. Ja. Arbeiten. Also vielleicht noch als Antwort, genau, die sichersten Sachen, die ich mache, ist Stickern gehen oder auch mal mit Sprühkreide zum Beispiel habe ich entdeckt für mich. Da kann man legal mit auf dem Boden rummalen. Da kann man zum Beispiel einfach mal Transfeminismus auf den Marktplatz schreiben oder so. Also das kann man, also so genau, so Sachen, also genau das, wie du sagst, ist ein Prozess, sich da reinzufinden. Und ich glaube, klar, ne, je mehr man Mitstreiterin hat, desto einfacher. Aber ich glaube, es gibt, weil jede Form von Sichtbarkeit erzeugt eine Möglichkeit, auch für andere Leute wieder mit sichtbar zu werden. Und das ist, und wie gesagt, mich machen selbst die 5 Transflaggen in meinem Stadtteil, die ich nicht selber dahin geklebt habe, sehr glücklich, weil ich denke, irgendwo ist hier noch jemand, der Transflaggen aufklebt. Das freut mich. Also vielleicht so kleine Street-Art-Kommunikation, das gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Ja. Ich würde kurz noch gerne auf die Frage von Shams eingehen, weil die kam schon vorher, wenn das in Ordnung ist. Wie ist es Menschen, die von männlicher Sozialisation bestimmtes Verhalten wie Wut zeigen, betiteln, auch wenn ich mich selbst als non-binär identifiziere? Ich frage mich, wie ich damit umgehe. Einerseits will ich mich patriarchale Sozialisation, was Linguistismänner betrifft, nicht entziehen. Andererseits fühlt sich keine Akzeptanz und Respekt meiner Geschlechtsidentität. Was denkt ihr dazu? Jetzt muss ich die Frage kurz mal aufdröseln, inwiefern das jetzt, in welche Richtung jetzt die Frage gehen soll. Also du meinst, dass du als nicht-binäre Person, dass dir gesagt wird, dass du männlich sozialisiert seist. Und das ist halt, wenn es das jetzt die Frage war, das wird mir auch unterstellt, dass ich männlich sozialisiert sei. Das ist vor allen Dingen dieses Sozialisationsding, das wird halt auch ähnlich oder ziemlich analog zu biologisches, soziales Geschlecht, wird das auch verwendet. Es gab eine Zeit, wo das häufiger verwendet wurde, um nicht immer mit diesem ganzen Biologismus-Zeug anzukommen. Dass halt transgeschlechtlichen Frauen gesagt wird, sie hätten ja eine männliche Sozialisation erfahren und durchgemacht und deswegen können sie gar nicht wissen, wie es echt ist, sich als Frau zu fühlen. Ja, keine Ahnung. Wenn du Frau sein in echt und falsch einteilst, dann hast du schon mal ein grundsätzliches Problem. Also du machst es zu unserem Problem dann hierbei. Aber ich wurde halt nicht männlich sozialisiert. Also Leute haben versucht, mich zum Mann zu machen und das ist halt gründlich schiefgegangen. Das bedeutet nicht, dass ich bestimmte Sachen einfach aufgrund dessen, wie ich wahrgenommen und einsortiert wurde, nicht erlebt habe. Das ist halt nur mal ein Fakt. Ich wurde niemals für meine Periode geschämt oder sonst irgendwas. Ne? Hab ich halt alles nicht erleben müssen. Das ist keine Frage. Aber deswegen wurde ich halt nicht einfach männlich sozialisiert. Vor allen Dingen dieses Ding, das legt gerade Transpersonen, auch Transjugendlichen und Kindern halt irgendwie so die Verantwortung dafür auf, wie wir erzogen oder was Leute versucht haben, wie Leute versucht haben, uns zu erziehen oder zu was wir uns machen wollten, weil wir uns nicht rechtzeitig oder nicht frühzeitig outen konnten, weil wir keine Möglichkeit dazu hatten oder irgendwas halt. Es wird uns auch die Verantwortung dafür auferlegt. Und jedes Verhalten, was wir in den Tag legen, wird dann gleich immer darauf zurückgeführt,
aha, da kommt jetzt der Mann durch oder irgendwie sowas. Wenn eine Frau wütend ist, wird sie halt gesagt, das ist eine Furie, hysterisch und keine Ahnung was. Und bei transgeschlechtlichen Frauen heißt es dann halt, ah, da kommt jetzt der Mann durch oder irgendwas in dieser Richtung. Das ist halt, Scheißverhalten. Das ist halt auch einfach nur wieder Frauenfeindlichkeit, weil das Verhalten von Frauen dann so dargestellt wird, je nachdem, wie sie sich benehmen, dass ihnen das dann quasi das Recht da ist, um ihnen das Frausein abzusprechen oder sie als nicht vollwertige Frauen darstellen zu können oder sonstiges. Ich hoffe, dass ich weiß nicht, ob ich die Frage damit ausreichend beantworten konnte. Keine Ahnung. Also Scham meldet sich auch. Ich weiß nicht, ja. Vielleicht. Ich sehe schon wieder mit erhobenen Händen. Ja, genau. Ich habe meine Hand gehoben, damit ich die Frage nochmal vielleicht erkläre. Aber du hast es genau in der Richtung so beantwortet, wie ich gemeint habe. Okay. Genau, war für mich so diese Frage. Und zwar, wenn wir aus der Perspektive der Intersektionalität das da zu sprechen, dass ich ein Mensch auch, der nicht weiß, nicht deutsch bin und in bestimmte Situationen möchte ich mein zum Beispiel Wut gegenüber rassistischen Strukturen äußern und so weiter, und ich definiere mich auch als non-binäre Person, und dann kommt später auf mich zum Beispiel von wo ich auch dafür mich einsetzen wollte, dass ich auch patriarchale Verhalten, die in mir auch verankert sind, an allen Arten, an allen Geschlechtern reflektieren möchte und viele Sachen auch ablegen will, aber gleichzeitig diese Argumente, die manchmal auftauchen von ja, aber du bist aufgewachsen in so einem Patriarch, also so in unter männlicher Sozialisation und so weiter, und dass es soll nicht abgesprochen irgendwie jetzt ist durch meine Outing ist, als ich für mich ein Geschlechtsidentität gefunden habe, dass alles irgendwie weggewischt wird und dass es mich irgendwie deterministisch verfolgt, irgendwie, dass es nicht mehr weggeht, also diese Sozialisation. Und ich habe mich gehadert damit, irgendwie, wie ich damit umgehe, weil einerseits will ich nicht diese Verantwortung entziehen, auch gegen patriarchale Strukturen einzugehen, und gleichzeitig empfinde ich so einen Stachel drin und wollte genau mit euch darüber oder euch nach eurer Perspektive fragen, wie das ist. Und du hast das gut erklärt, Felicia. Mir hat das auch gut zusammengefasst. Okay, danke. Ich hoffe, das konnte das schon ein bisschen abdecken mit der Frage, oder dass meine Antwort das einfach schon ein bisschen vermocht hat. Ja. Meine patriarchale Einstellung haben wir alle Geschlechter, alle Nichtgeschlechter in unseren Köpfen drin, die wir realisieren und dann abbauen müssen. Das ist halt unsere Verantwortung, die wir haben. Ich wollte halt damit darauf aufmerksam machen, wie dieser Begriff von Sozialisation dann halt sehr häufig verwendet wird, um Menschen ihre Geschlechter abzusprechen oder ihnen halt ein anderes einfach aufzudrängen, was sie eigentlich vermeintlich hätten. Ja. Ja. Meldet sich noch, und Martina hatte ja noch eine Frage, genau, also ja. Vielleicht noch eben Lucy zuletzt jetzt. Also wegen der Frage gerade, oder weil die so gestellt wurde, ich meine, jeder wird ja auch irgendwo individuell sozialisiert, weil es gibt ja nicht die männliche Sozialisation und die weibliche Sozialisation, und zumal könnte man das teilweise auch eigentlich als klingt jetzt falsch, Vorteil sehen, dass man mit einer anderen Perspektive für etwas kämpft oder zumindest mit dadurch, dass man ja sich damit selbst auseinandergesetzt hat, wie man sozialisiert wurde, aber man das halt direkt aus erster Hand erlebt hat, dass man dadurch eigentlich sogar was Besseres beitragen kann. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt als irgendwie Fluch sehen, sondern eher sagen, hey, jeder Mensch wird irgendwie eigensozialisiert. Ich meine, ich habe Freunde, die im Dorf sozialisiert wurden und heute noch an Treckern rumschrauben, obwohl das männliche Sozialisation sein sollte. Deswegen ist das eigentlich eher auch so eine fluide Sache, weil jeder sieht männliche Sozialisation oder weibliche Sozialisation als was anderes an. Ja, habe ich auf jeden Fall, genau, ich wollte auch weiter, ich musste das auch lernen, weil ich am Anfang auch
gar nicht verstanden habe, dass nur weil mich jemand dazu zwingt, das ja nicht heißt, dass ich das dann bin. Also ich habe dann auch gedacht, ich müsste, also insofern genau, das ist zum Beispiel etwas, wo ich eben auch internalisierte Transphobie auch bemerkt habe in mir selber, dass ich auch dachte, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, Felicia, hätte ich jetzt vor 3 Jahren gar nicht, das hätte ich so gar nicht sagen können, weil ich dann auch mal dachte, ich müsste mich dafür rechtfertigen, dass ich irgendwo mal, also sozusagen Male Passing Privilege gehabt hätte. Und also das, und genau, das ist aber, ja, das muss man eben auch mit den, also zumindest jetzt in meinem Fall sehr stark eben auch mit den daraus resultierenden psychischen Beschädigungen denken, die aus diesem komischen, ambivalenten Verhältnis von gesellschaftlicher Teilhabe da entstehen. Genau, eben sehr, sehr individuell und persönlich. Ja. Ja, Martinas Frage jetzt noch. Ja, okay, wie fange ich da an? Also es ist was sehr Persönliches, und zwar wo ich vor 12, 13 Jahren so mein Coming-out hatte, ja, da war ich so total kämpferisch. Also da war ich so voller Energie und bin da so voll reingeslidet und ich merke halt so, dass diese ganze Energie so in den letzten 5, 6 Jahren nachgelassen hat. Und ja, weil ich einfach halt auch so viele Anfeindungen erlebt habe. Das hat sich alles so aufsummiert, und ich bin gerade an so einem echt so critical point, wo ich irgendwie ja gerade so denke, boah, ich will einfach nur so meine Ruhe haben und einfach nur mein Leben leben. Und ich sehe aber, auch wenn ich das möchte, dass mir das nicht gelingen wird. Und weil ich halt ab irgendeinem Punkt halt auch als trans wahrgenommen werde. Passiert jetzt so bei oberflächlichen Kontakten oder sowas, passiert es relativ selten, aber wenn es so ein klein bisschen deeper geht, was Arbeit geht und was weiß ich nicht, dann ja, und das zieht mir total viel Energie, und vor allen Dingen jetzt halt auch in den letzten 4, 5 Jahren, wo diese ganze Gender Critical, das ist jetzt freundlich gesagt, halt auch so hochkommt. Ich fühle mich gerade total leer, und ja, ich habe auch gerade so keine Energie, was jetzt auch so die Motivation ist, da jetzt heute auch noch mal mich mit Leuten auszutauschen. Und das ist so eine ganz persönliche Frage, so, ey, kennt ihr das und wie geht ihr damit um? Ja, ich kenne es. Ich bin ein wandelnder Trümmerhaufen zwischen Depression und Euphorie. Jeder Vortrag. Sorry, wenn ich jetzt gerade schon direkt das Mikrofon an mich reiße, aber ja, ich bin zwischen Euphorie und Hoffnung, und zwischen, ich bin völlig am Boden zerstört. Und wenn ich diesen scheiß Vortrag jetzt das ganze Jahr über jeden Monat 5-mal halten würde, es würde gefühlt, würde sich trotzdem noch nichts ändern, aber es ändert sich was, es passiert etwas da draußen. Aber das, aber auf jedes liebe Kompliment kommen 20 Hate-Kommentare. Das ist halt einfach so. Und Hate-Kommentare ist teilweise auch noch wohlwollend ausgedrückt mit, wenn, was ich jetzt auch, egal was ich halt über die ganzen letzten Jahre bekomme. Und ja, ich bin auch ziemlich energielos, wenn so ein Vortrag rum ist und ich danach nicht irgendwo mit Leuten verabredet bin oder in irgendeine WG penne oder sonst so. Wenn ich in einem Hotelzimmer dann liege und dann mit meinen ganzen scheiß Gedanken alleine bin, dann liege ich dann auch da und denke so, ja, war ein schöner Abend, war cool, nettes Publikum, coole Gespräche, aber wofür? Es geht morgen alles einfach wieder weiter. Du gehst morgen wieder raus und es hat sich gefühlt, hat sich nichts geändert, aber es fällt mir selber so schwer, das zu sagen, aber Dinge werden besser. Das Problem ist nur, dass die schlimmen Sachen mehr Auftrieb bekommen, dass sie größer werden, dass es lauter wird, dass sie mehr Plattformen bekommen, aber trotz dessen versuche ich nicht kampflos unterzugehen. Wenn ich jetzt schon völlig in der Morbidität und dem Untergangsstimmung angekommen bin. Deswegen sagte ich das eben gerade auch so, dass ich ein relativ düsteres Bild über die Zukunft habe. Und ich kann ganz und gar, ich meine, das Düsterste, das poste ich bei, sei es bei Twitter, bei Instagram, so darüber
dass wir irgendwann mit Schildern um den Hals auf dem Marktplatz hängen, wo dann Wirtschaftsschädling oder Volksschädling draufsteht oder keine Ahnung was. Aber das ist halt einfach leider aus allen Erlebnissen, die so gewesen sind. Aber trotz dessen versuche ich mir einfach mein Kämpferstein zu behalten. Und ich sage, solange ich lache, kämpfe ich auch. Und der Tag, an dem ich nicht lache, dann ist ganz schlimm. Weil ich lache eigentlich auch in den schlimmsten Situationen. Also nicht so, sondern auch egal, wie schlimm es mir vielleicht geht oder wie schlecht es mir geht, ich finde immer irgendetwas, worüber ich lachen kann. Und solange ich das kann, kämpfe ich auch. Egal, wie schlimm gerade alles ist. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich kenne das absolut mit der Kraftlosigkeit und der Energielosigkeit. Total. Ja. Ja, ich bin ja noch einigermaßen frisch. Ich bin ja, wie gesagt, erst so zwischen 3 und 5 Jahren dabei. Deswegen habe ich noch diesen Anfangs-Furor vielleicht. Aber ja, also ich fühle das auch. Ich bin also wie ich schon sage, ich bin eigentlich immer noch fortlaufend davon überrascht, wie viel durch meine, ich habe jetzt aber eine gute Zeit mit mir selber, wie viel Probleme ich der Gesellschaft damit verursache. Und ich versuche das als Kraft zu behalten, weil genau, für mich ringt mir das einen gewissen Humor ab. Also mir geht es jetzt besser, das erzeugt jetzt aber ein Riesenproblem. Und also da immer wieder zu denken, ja, also genau, so mich so in so eine, mir hilft, mich in so eine naive Stimmung zurückzubringen und so zu, genau, gar nicht vielleicht zu sehr die großen Perspektiven zu sehen, sondern genau dieses zu sehen, ich gehe hier mit einem Einverständnis mit mir selber in eine Situation und was ist denn hier eigentlich los? So, und genau, natürlich ist irgendwann auch vorbei mit Humor, wenn es um Bedrohung und Gewalt und alles, ne, genau, ich kann auch bei Weitem nicht, dann ist das mit dem Lachen, wie gesagt, schnell beendet, wo die Leute, ne, heulen und raus. Und es ist, wie gesagt, und das ist, und da rede ich jetzt von feministischen Kontexten, von explizit linken und feministischen Kontexten, in denen ich denke, oh mein Gott, das ist, liebe Göttin, hart auszuhalten. Aber ich glaube, das, was mich politisch, glaube ich, und auch immer wieder motiviert, ist halt irgendwie zu merken, genau, dass für mich gesellschaftliche Veränderung nur davon ausgehen kann, dass es Leute irgendwie gibt, die, bin ich ein bisschen romantisch, aber aus gutem Herzen was Gutes für sich und andere wollen. Und das ist für mich auch das, was Faschismus auf jeden Fall nicht will. Die wollen, dass es für alle schlechter wird. Das, was schlecht ist, soll noch schlechter werden. Und da, ohne das jetzt für mich moralisch aufzuladen, ist es für mich affektiv aufgeladen. Ich fühle mich sozusagen, ne, immer wenn ich dann so alleine sitze und dann wieder heul und denke, was wurde da jetzt schon wieder allen meinen Geschwistern und mir angetan, denke ich, nee, ich habe was in meinem Leben gefunden, von dem ich zumindest nur sagen kann, ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Glück haben kann. Und das gibt. Und ich hoffe, also wie gesagt, vielleicht, wir sprechen uns dann noch mal in 10 Jahren, aber genau, ich kann, glaube ich, aus diesem Anfang immer noch diesen Druck entwickeln, irgendwie zu denken, so, nee, also das sehe ich absolut nicht ein, dass hier, weil es Menschen besser geht, dass für andere Leute den Impuls erzeugt, dass es denen schlechter gehen soll. Das klingt, ist für mich so grundfalsch, dass, ja, das hält mich zumindest dabei, immer wieder, ja, auch Sachen, vielleicht, wie soll ich sagen, aushalten zu können und dann eben genau, wie Felicia sagt, den Humor zu bewahren. Und solche Situationen geben mir natürlich auch super viel Kraft, so, ne, mir bedeutet das total viel, immer wieder irgendwie Räume zu finden, wo ich weiß, guck mal, hier ist ja ein Zusammen und hier können wir ja zusammen irgendwie an Sachen kämpfen und wir werden auch irgendwie durchaus an anderen Stellen immer auch mehr, es passiert durchaus irgendwie was und ich habe auch auf jeden Fall Momente der Hoffnung und auch wenn das natürlich angesichts der Weltlage nicht ganz leicht ist, aber ja, ich verbinde damit ein unheimliches Versprechen, dass Menschen mit ihrem Geschlecht und mit ihrer Sexualität einen Umgang finden, der selbstbestimmt und von einem Gefühl von Konsens mit sich selbst und anderen getragen ist. Das ist für mich immer noch ein großes, uneingelöstes Versprechen dieser Gesellschaft, das zu ermöglichen und ja, also keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall immer noch Bock. Also genau, wenn ihr nicht mehr könnt, dann schreibt mir eine Mail. Ich schreibe dann, weiter geht's, Leute. Also ich bin immer, bin noch ready für Motivationsreden. Also, aber. Boah, das Motivationsreden, das kannst du. Ja, das ist mein Lieblingsgenre. Danke. Ja.
Ja, Faschos ärgern wird immer etwas Spaß machen. Vielleicht muss man auch die Sturheit dafür beibehalten. Ja, tue ich. Bisschen. Keine Sorge. Genau. Mache ich. Mache ich auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch alle, die sagen, sie hätten nichts damit zu tun, sie würden nicht dazugehören, nur weil sie zufälligerweise dieselben Begriffe verwenden, nur weil sie zufälligerweise dieselben Überzeugungen teilen, deswegen können sie auf keinen Fall recht sein. Auch so ein schöner Satz, ja, Nazis essen auch Brot. Willst du mir jetzt sagen, ich bin Nazi, weil ich Brot esse oder was? So, wenn du genau dieselben Begriffe verwendest, wenn du Faschos offen applaudierst, und das ist das, was die TERFs im Februar gemacht haben, als Beatrix von Storch ihre Rede gegen Tessa Ganserer gehalten hat. Sie haben ja lautstark applaudiert, haben sie. Sie hatten absolut keinen Zugzwang. Sie mussten sich nicht positionieren und sie haben es getan. Sie haben Beatrix von Storch zugestimmt, applaudiert und gesagt, wir wollen, dass alle anderen Parteien genauso frauenverachtend drauf sind. Sorry, ich schieb euch nicht in die rechte Ecke. Ihr habt es euch da selber ganz bequem gemacht. Ja. Ja, also wir bleiben stur, naiv und ich halt Motivationsreden und Felicia hält 20 Hate-Kommentare gegen einen netten durch. Und ja, ich hoffe genau, dass wir alle Räume finden, wo wir uns gegenseitig bestärken können und genau Beziehungen finden, queere Beziehungen, genau, die uns einen Raum geben, auch was zurückzubekommen. Und genau, das wünsche ich auf jeden Fall allen und allen, die das nicht haben, genau, die sind aus der Entfernung gedrückt, wenn sie es mögen. Und ja, ich, genau, für meinen Teil, ich bin sehr dankbar. Ich hätte auf jeden Fall super Bock, mit euch noch rumzuhängen, aber ich muss jetzt gleich auch weiter. Aber ich, genau, das, ich fand es super schön mit euch und danke, Felicia. Und ich danke dir für die Einladung. Mal wieder ein wundervolles Gespräch mit dir. Gerne wieder. 13 von 10 und netter Kontakt. Ja. Dann macht euch alle zusammen noch einen schönen Abend. Hier kommen noch die Dankesgrüße aus dem Chat. Ja, ich hoffe, wir sehen uns hier woanders irgendwo wieder und Transpower! Ja, bis bald. Hallo, oder die jungen Leute machen nur noch so. Die jungen Leute machen so? Ja, für Herz. Ah, okay. Mit Daumen krass. Und dem Zeigefinger. Das ist dann. Das ist so aufwendig, deswegen macht man nur noch so, also Herz. Ah, Daumen und Zeig. Okay, ich bin zu, ich lerne, gucken wir es gleich nochmal an. Okay, tschüss. Ciao.